Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Sie heute wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Seminar hier im Uerdinger Stadtpark in Krefeld. Unser Thema heute lautet der Stadtpark in der eigenen Küche, ein kulinarischer Streifzug durch Uerdings grüne Lunge. Wir haben hier im Stadtpark das Glück, dass wir eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt haben, nicht nur die tierische Artenvielfalt, sondern eben auch die pflanzliche. Es ist noch gar nicht so lange her in unserer Evolution, da gab es keine Supermärkte. Wir Menschen mussten unsere Nahrung aus den Wäldern und umliegender Natur gewinnen, um zu überleben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieses Wissen auch weiterhin zu erhalten. Und wir haben dafür einen Experten gewinnen können, Professor Dr. Bernd Gerken. Professor Gerken ist Forstzoologe, Chemiker, Naturschützer und weiß eine ganze Menge über dieses Thema zu berichten und wird uns jetzt gleich mitnehmen in die Parkanlage, um dieses wirklich spannende Thema für uns alle zu erschließen. Ich gebe das Wort an Professor Dr. Bernd Gerken und freue mich auf ein schönes Seminar. Danke. Ja, lieber Marc, ich danke dir für deine kleine Einführung. Ich freue mich wirklich sehr, im Uerdinger Stadtpark zu sein, auf Einladung ja letztlich auch eures Fördervereines. Und wir stehen hier inmitten einer Fülle von Baumarten, Kräutern und Sträuchern. Und das jetzige Thema dieser Darstellung ist im Grunde genommen, was bedeuten uns diese Pflanzen, außer dass sie vielleicht schön oder kraftvoll sind, haben sie etwas mit unserer Nahrung zu tun? Und das haben sie. Ich habe das selbst gelernt, denn ich bin tatsächlich eine Zeit lang im Wald aufgewachsen. Und wenn du so Pflanzen gegenüber sitzt, dann kommst du einfach dazu, auch manchmal was zu schnabulieren. Und dann gibt es zwei Typen, die sagen, ey, das ist giftig. Und die anderen sagen, oh, schmeckt das? Lass mal sehen. Und ich kann nur eine schöne Mitteilung schon machen. Die absolut überwiegende Zahl unserer einheimischen Pflanzen, Bäume, Sträucher, Kräuter, Gräser, ist essbar. Diejenigen, die nicht essbar sind, die können wir erkennen. Auch darüber soll im Folgenden gesprochen werden. Wie kann ich mich an die Pflanzenwelt heranpirschen? Ja, ich nehme Sie also jetzt gerne mit auf so eine Reise und stehe auch gleich an einer Stelle, wo jemand neben mir wächst. Und das ist nun ausgerechnet eine Brombeere. Aber eine Brombeere ist doch stachelig. Kann ich die denn essen? Und wenn wir uns das mal genau betrachten, dann können wir sehen, die ist hier vorne bei den jungen Blättern ganz weich. Das heißt, ich nehme dann tatsächlich einzelne junge Blätter ab. Ich pflücke in der Regel tatsächlich von den Seitenknospen, weil ich den Pflanzen ermöglichen möchte, dass sie für sich wachsen, während ich den Rest zum Essen verwende. Und wir sollten einmal darüber reden, wie Essen denn eigentlich geht. Denn wir sind ja gewohnt, normalerweise, ich beobachte das an mir früher und an meinen Mitmenschen heute, wenn wir etwas zu essen haben, das kommt in den Mund, wird mal eben schnell gekaut und ist schneller weg, als der Mund merken kann, dass da was drin war. So, das bedeutet, ich widme mich meiner Nahrung jetzt auf eine ganz andere Weise und dafür helfen mir die Wildpflanzen dazu, weil die sind zunächst einmal trocken. Ich kann das jetzt hier reintun und auch in meinem Mund ein bisschen zur Seite tun. Wer das genau beobachtet, was ich mache, sieht, ich habe das Blatt ganz kurz auf meine Lippen gelegt und habe es dann in den Mund getan, aber ich kau gar nicht. Mein Mund realisiert, ey, da ist was in die Mundhöhle gekommen, in den Vorderdarm. Und dann reagiert mein ganzer Verrechnungsgeist sozusagen und sagt, du, der hat ein Brombeerblatt reingetan. Da brauchen wir die und jene Mischung von Enzymen und irgendwelchen aufschließenden Säuren oder Basen. Das heißt, ich bekomme hier tatsächlich Speichel rein. Mein Körper macht die eigene Soße. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist tatsächlich so. So, das heißt, während ich das Blatt hier drin habe, fängt meine Natur an, die Verdauung zu übernehmen. Und jetzt kann ich dann auch mal kauen. Wenn ich durch Zufall, was mir wahrscheinlich kaum noch passiert hier in Mitteleuropa, eine Pflanze genommen habe, nicht genau angeguckt, die vielleicht ungenießbar oder giftig ist, werde ich spätestens jetzt merken, du, das tust du sofort raus. Die Botschaft dieser Äußerung ist also, bitte keine Angst. Über 90% der einheimischen Pflanzen sind essbar. Wenn ich mich diesen Pflanzen mit angemessener Geduld oder auch, wie will ich denn sagen, Wertschätzung, so wie man jemandem, einem neuen Gast begegnet, zurückhaltend, langsam sozusagen, dann werde ich mir keine Giftpflanze reinholen,
sondern dann werde ich merken, ob es gut schmeckt. Die Brombeere, da kann man einen hervorragenden Tee von machen. Von den Blättern kann man einen wunderbaren Salat machen. Von den ganz jungen Sprossen, die kannst du schneiden und die kommen in den Salat rein. Und das geht mit ganz vielen Pflanzen in diesem Uerdinger Park. Ich würde mich jetzt mal ein wenig hier zu Boden beugen, denn hier steht ein Gras. Wenn wir jetzt das mal sehen, dann kann man hier erkennen, das dürfte, ich sage das jetzt mal vorläufig, eine Zwenke sein. Jetzt nehme ich hier so ein wenig ab und bitte auch zu beachten, ich rupfe das nicht einfach raus, sondern ich widme mich dieser Pflanze, beobachte das, weiß zum Beispiel auch, ich kann diese Pflanze an der Stelle jetzt nicht ausrotten, es ist so viel. Das heißt, meine Nahrungsaufnahme sollte achtsam sein. Warum? Nicht nur, weil ich der Pflanze nicht wehtun will. Ja, wir haben überall die Papageien hier, sondern weil ich natürlich als Mensch oder als Lebewesen darauf bedacht bin, mir den Ast, auf dem ich sitze, nicht selbst abzusägen. Also mir die Nahrung nicht praktisch selbst durch zu viel nehmend wegzuessen. Ich will ja immer jeden Tag wiederkommen. So, und dann eine ganz wichtige Mitteilung. Alle Gräser in Mitteleuropa sind erstklassige Menschennahrung. Es hat also mal jemand so nett gesagt, wenn du gesund werden willst, musst du ins Gras beißen. Das fanden alle Leute. Was? Wie? Das ist ja interessant. Aber das ist doch so zäh. Und dann haben wir doch auch gelernt, dass da zum Beispiel so ein bisschen Siliziumdioxid drin ist, dass das so ganz fest ist. Ja, dann machen wir das mit dem Gras zum Beispiel einfach so, wenn wir das jetzt während der Wanderung im Mund haben wollen, dass wir das so ein bisschen falten. Und dann kennen wir das ja vom Zahnarzt. Der tut hier einen Tampon dazwischen. Und ich tue den jetzt hier in meinen Mund rein. Achtung. So, jetzt habe ich das hier oben unter meiner Lefze. Mag ja ein bisschen komisch klingen, aber das Leben darf ja auch lustig sein. Jetzt habe ich dieses Gras da drin. Und wisst ihr, ich mache das oft so, wenn ich wandere, dann laufe ich 2 Stunden und manchmal vergesse ich das. Also entweder habe ich dann tatsächlich selbstgemachten Spinat im Mund, weil das alles verdaut ist, oder ich hole das wieder raus bei Gräsern und das ist dann grün-gelb. Das war vorher aber dunkel. Das ist grün-gelb. Das heißt, mein Körper beginnt die Verdauung sofort. Mein Körper weiß, dass er das verwenden kann. Und als ich das gelernt habe, habe ich gewusst, ich kann ja überhaupt nirgendwo verhungern. Ist das nicht eine sagenhafte Mitteilung? Wir in Europa können in der gesamten Vegetationsperiode von März, wenn das Schaboxkraut zum Beispiel kommt, und andere Pflanzen nicht mehr verhungern. Und noch eine andere Sache. Ich bin mit Maiglöckchen, Löwenzahn auch, aber zum Beispiel auch Goldregen aufgewachsen. Den Löwenzahn habe ich gegessen. Ich habe niemals Maiglöckchen gegessen. Ich habe niemals Goldregen gegessen. Als ich wusste, dass der Goldregen so giftig ist, habe ich dann später so ein bisschen Chemiker gespielt in Vorwegnahme eines Teils meines Lebens. Habe ich mir dann einen alkoholischen Auszug aus dem Goldregenblättern gemacht. Aber ich habe auch den alkoholischen Auszug nicht getrunken. Ich will auf Folgendes raus. Wenn wir Menschen einigermaßen in uns drin sind, wahrnehmend, dann werden wir immer merken, ob wir etwas brauchen oder nicht, selbst wenn wir gar nicht dran denken. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch Pfaffenhütchen, habe ich noch nie gegessen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Pfaffenhütchen zu essen. Aber ich mag das Pfaffenhütchen wegen seines Holzes, wegen seiner süßen kleinen Früchte. Das ist schon Nahrung für mich. Jetzt haben wir überhaupt ein Ding angeschnitten. Da könnte man eine Gänsehaut vor Freude kriegen. Und zwar, das heißt Folgendes. Ich nehme etwas von draußen auf als Nahrung. Und das ist körperliche Nahrung. Aber ich nehme von draußen, von der Natur, vom Wind, von der Küste, aber auch von meinen Mitmenschen etwas auf. Das ist geistige Nahrung. Entweder gucken die mich an und sagen, ja, Zustimmung oder Abwehr. Oder sie sagen etwas. Das heißt, oder ich lese in einer Zeitung etwas, geistige Nahrung. Und jetzt kann man ja mal fragen, was ist denn wohl wichtiger? So, wenn ich jetzt den ganzen Tag zum Beispiel Mitteilungen höre, Unfälle, ganz schlecht, Verbrechen,
war ganz übel, der oder der. Lauter Negativnachrichten. Irgendwann ist mir die Energie weg. Wenn ich dann aber zum Beispiel eine Sendung höre, ja, wir machen fröhliche Spiele mit Kindern oder mit Erwachsenen. Wir finden eine wunderbare Rede, die uns informiert über den Wert der Natur, über den Wert irgendeines Philosophen. Was hat der oder sie gesagt? Wenn ich gute Nachrichten höre, dann ist das gute geistige Nahrung. Gute geistige Nahrung bereitet die Aufnahme guter körperlicher Nahrung vor. Vor allem gute geistige Nahrung gibt mir Vertrauen, dass da etwas ist, was es lohnt, weiterzuleben. Das ist tatsächlich wahr. Ja, wir entscheiden jede Sekunde, gefällt es dir hier noch? Und guck mal, wenn irgendein kleines Kind, das läuft da hinten rum, plötzlich merkst du, das kleine Kind sieht dich und läuft auf dich zu und du machst dann so. Ja, das ganze Herz feuert. Da freut man sich. Und genauso ist das tatsächlich so. Ich habe das irgendwann gemerkt. Ich bin tatsächlich im Wald aufgewachsen. Meine erste Pflanze war das tränende Herz. Ich saß fasziniert vor der Blüte des tränenden Herzens. Und dann war daneben eine andere Pflanze und ein Insekt, ein Wollschweberchen, mit so einem ganz langen Saugrüssel kam und schwebte in der Luft wie ein Hubschrauber und führte dann in eine andere Pflanze diesen Saugrüssel rein. Da war ich noch ganz klein, da konnte ich so gerade eben laufen und krabbeln. Niemals zu vergessen, diesen Eindruck. Ich habe dann meine Mutter gefragt, oh, das ist aber bestimmt gefährlich. Ach nein, das Insekt ist nicht. Hat sie was getan? Nö, ja, das ist doch gut. Ja? Also, dass wir diese Mitteilungen mitnehmen, wie schön, wie farbig, wie auch von der Lautumgebung ist die Natur und nimmt dich eigentlich auf. Dann ist die Angst vor den Giftpflanzen vergessen. Vor vielen Jahren rief mal eine Lehrerin bei mir an. Da war ich oben in Höxter an unserer Hochschule. Ach, wissen Sie, Herr Gerken, ich habe morgens oftmals so eine sehr anstrengende Klasse. Die sind wirklich, das sind viele, 38 Kinder und die sind sehr anstrengend. Haben Sie nicht mal Lust, morgens früh mit denen eine Exkursion zu machen? Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir machen. Und dann haben wir uns getroffen an der Schule und dann kamen die Kinder alle schon raus. Und da habe ich echt gemerkt, oh meine Güte, die bringen ja eine Energiedynamik mit. Dann habe ich gar nicht viel gesagt, sondern habe gesagt, Achtung Leute, wir müssen mal eben den Berg hochrennen. Hinter uns ist eine Herde Wölfe. Und bin losgerast wie ein altes Nashorn. Die sind alle hinterhergerannt. Wer kann denn schneller? Wir sind den Berg hochgelaufen. Bis wir oben am Berg ankamen, oh, ja, wir müssen ja auch nicht dauernd rennen, oder nö, wir können auch mal normal laufen. Da war schon so viel Energie weg und dann standen wir in der Einfahrt eines großen Hauses, da waren lauter Gebüsche. Und ich ging an die Berberitze und habe gesagt, wisst ihr was, Leute, wir haben doch jetzt Hunger, wir wollen mal was essen. Und dann kam von drüben die Mitteilung, aber du, meine Mama hat gesagt, das ist alles giftig, was hier wächst. Ich habe gesagt, nee, pass mal auf, Berberitze ist total gesund. Du kannst deiner Mama sogar sagen, die Berberitze, die Beeren, die kannst du essen. Ja, da ist zwar, da sind Stoffe drin, die regen sogar unseren Körper an, unser Herz, die stärken uns. Und wenn du die mal probierst, die Berberitzenbeeren, das essen ganz viele Leute. Und viele Jahre später war ich mal in Istanbul auf dem Markt, da gibt es beutelweise Berberitzenfrüchte zu essen, getrocknete. Das ist ja die reinste Gnade, andere würden vielleicht sagen, das ist eine Orgie. So, das heißt, die Natur bietet uns als Blatt, als Wurzel, als Frucht und als Blüte ganz viel zu essen. Und jetzt würde ich eine Blüte zeigen, dass wir uns mal angucken, was die Natur uns Tolles gibt. Bei der Gelegenheit nehme ich noch eine Frucht mit. Ja, gelingt das? Genau. Naja, und da ist noch mal die Brombeere, weil der Weißdorn, der blüht noch nicht. Aber auf den Weißdorn müssen wir offensichtlich gleich zu sprechen kommen. Und jetzt könnt ihr hier sehen, das ist eine Brombeerblüte. Und diese Brombeerblüte, die verliert auch gleich zwei Kronenblätter. Aber wenn ich die hier so sehe, dann sage ich mir, sag mal, Blüten, die kann man doch wahrscheinlich essen, oder? Brombeere ist als Blatt gesund, esse ich ohne Blüte. Schmecken tut die eigentlich nach gar nichts. Und das ist fast immer so. Wenn ich so etwas direkt in den Mund stecke, dann ist es entweder trocken, wie dieses Blatt, oder es schmeckt wirklich nach gar nichts.
Und dann lasse ich das einen Moment liegen und dann fängt das plötzlich sein Aroma an zu bekommen. Und dazu habe ich eine kleine Anregung. Macht das zu Hause mal. Ihr habt bestimmt eine Rose irgendwo stehen. Alle eure Rosen könnt ihr essen. Von oben bis unten. Ihr könnt die Wurzeln essen, wenn sie noch klein sind. Ihr könnt die Rinde abschaben. Ihr könnt sogar, oh Mama, ich habe eine Rosenblüte. Kannst du reinbeißen. Und dann merkst du beim Reinbeißen, was die Rose für ein Aroma mitbringt. Die Rose duftet. Oh, ist das eine Rose. Die Rosen duften unterschiedlich, ja, aber so eigentlich erkennt man den Rosenduft. Ja, kann man das so essen, wenn das so riecht? Ja, genau. Die Bienen gehen da ja auch hin. Also hier waren eben ganz, hier fliegen übrigens ganz viele Bienen rum. Ja, und was da noch übrig ist, die Staubbeutel, kann ich die auch essen? Musst du probieren. Meine Mutter hat immer wieder gesagt, oder meine Tante, das musst du einfach probieren. Ich kann dir das nicht abnehmen. Ja, so nach dem Motto, leben musst du selbst. Aber die haben mir auch niemals signalisiert, dass das ein Problem wäre. Denn ihr könnt euch Folgendes vorstellen. Ich habe mal irgendwann versehentlich statt in ein Bärlauchblatt in das Blatt eines Ahornstabes gebissen. Das machst du einmal. Das machst du nie wieder. Ja? Weil das brennt derart. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, als ich anfing, ich mache solche Exkursionen jetzt, Marc, ist ja eigentlich Wahnsinn, ja, seit 1970. Und ich hatte keine Ahnung. Aber der Vereinsvorsitzende vom BUND in Freiburg damals, den gab, der hieß damals Aktien Umweltschutz, hat gesagt, hey, hör mal, du hast doch schon mal Pflanzen kennengelernt, mach mal eine Exkursion. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich lebe experimentell. Also experimentell leben bedeutet höchste Achtsamkeit, das, was ich mache, und notfalls mache ich es rückgängig. Sollte es ungesund sein, tue ich es raus. Ja? Und der Buchfink sagt ja auch gerade, ja klar, mach das. Ne? Zia, da, 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 diat, macht der Buchfink. Und ich kann das aber ins Körbchen tun und habe von der Brombeere erkannt, die hat sehr viel Blattwerk. Es gibt sogar wintergrüne Brombeeren. Es gibt ja ganz viele sogenannte Kleinarten. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass meine Familie und ich manchmal im Winter die gleichen Spuren begangen sind wie das Reh. Denn da war noch irgendwo ein großer Haufen Brombeeren. Das war eine winterharte Brombeere, die hatte Blätter. Und dann haben wir uns im Winter Blätter geholt und hatten grünen Salat. Leute, im Winter ist sowas einfach eine unschlagbare Wahrnehmung. Ja, und dann stehe ich natürlich hier neben diesem ziemlich stacheligen Weißdorn. Und ich kann nur sagen, das muss eigentlich jeder selbst probieren. Weißdorn kann man ja sehr gut erkennen. Ja, der hat diese ganz typisch gelappten Blätter. Es gibt allerdings auch Weißdornarten, die mehr so buchtige, lappige Blätter haben. Aber das wird man bald rauskennen. Auch dazu werden wir ja Bücher mitteilen, die das sofort zeigen, dass man keine Fehler mehr macht. Weißdornblätter sind mit das schmackhafteste Gemüse, was man sich vorstellen kann. Und sie haben einen riesen Vorteil. Wenn ich diese Exkursion mache, dann sagen mir die Leute manchmal, du, aber ich habe Angst vorm Fuchsbandwurm. Oder Herr Gerken und wie die Leute halt so alle reden, ich habe Angst vorm Fuchsbandwurm. Da sage ich, die Angst muss raus. Den Fuchsbandwurm gibt's. Die Zahl der Fälle, die ein wirkliches Problem hatten, ist extrem gering. So, wenn wir aber achtsam sind, wir werden doch nicht unmittelbar am Weg, ich nenne das mal etwas despektierlich Pinkelzone, wir werden doch nicht in dieser Zone unsere Pflanzen pflücken. Aber wenn mir der Weißdorn auf 1,50 Meter bis 1,70 Meter entgegenkommt, da kommt kein Hund hin, kann ich sofort essen. Ich werde kaum Wurmeier haben. Ja? Im Übrigen müssen wir wissen, wir gehen über einen solchen Weg im Hochsommer. Und dieser Weg ist jetzt im Hochsommer unter Umständen extrem trocken und es weht ein Wind. Ich kann diesen Wurmeiern, ich kann allen möglichen Erregern ja gar nicht entgehen. Das heißt, der nächste Aspekt, warum ich Vertrauen brauche, mein Körper macht das. Etwas deutlich hat es mir mal ein Kapitän Dieter Brümmer gesagt. Er hat auch ein kleines Buch über die Nahrung geschrieben und ist bis weit über 80, wenn ich mich erinnere, mit großen Booten in japanischen Gewässern gefahren und hat Leuten die Natur gezeigt.
Der ist auch selbst mal, glaube ich, 3 Jahre rund um die Welt im Paddelboot gefahren. Und der hat gesagt, weißt du was, das ist mir alles egal, ich habe einen Magen wie eine Betonmischmaschine. Wenn unser Magen gut ist, wenn der also arbeiten darf, weil wir eben auch körperlich dafür sorgen, dass er gewalkt wird, das ist sehr wichtig, die äußere Bewegung, dann wird uns dieser Magen auch mit allen Enzymen, mit dem angemessenen Mengen Salzsäure versehen, sodass was da oben reinkommt, sogenannt desinfiziert wird. Das ist so wichtig. Wir sind ein Wunderkörper. Ja? Da irgendwann fällt einem das wie Schuppen von den Augen, was wir sind. Also nehmt, und wie man sich jetzt schon vorstellen kann, die Blätter, die Früchte, die Knospen, die Blüten und im Winter die Rinde vom Weißdorn. Da sind wir schon wieder eine Stufe weiter. Und jetzt gucken wir mal, der Park ist so groß, wenn wir so weitermachen, dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. Bis gleich. Ja, wir haben natürlich hier eine Fülle. Manchmal gibt es absolute Kostbarkeiten. Und diese Kostbarkeit ist nicht so sehr der Kirschlorbeer hier in einer speziellen Sorte, sondern die Felsenbirne. Und diese Felsenbirne findet sich mittlerweile in vielen Städten und Dörfern als Straßenbaum. Sie kann durchaus 4-5 Meter hoch sein und eine riesige Baumkrone haben. Und das sind zu einer bestimmten Zeit, später Juni, Mitte Juli, diese wunderschönen kleinen Früchte dran. Als ich das erste Mal gegessen habe, da war ich hin und weg. Was ist an den Früchten besonders? Sie haben ein ganz wunderbares Aroma. Ich kann das kaum beschreiben. Man muss es einfach mal testen. Sie sind auch süß, aber sie sind nicht zu süß. Und, wenn ich dann so ein bisschen erinnere, mit ihrer Farbe zwischen Rot und Lila, Violett, sagen Sie mir, da sind ganz viele Farbstoffe drin, die biologisch aktiv sind. Diese Farbstoffe, die zum Beispiel auch in den roten oder blauen Weintrauben drin sind, sind unter anderem gefäßaktiv, das heißt gefäßstabilisierend oder gefäßreinigend und heilend. Und das ist einfach genial. Vor allem finde ich daran genial, dass mein Körper mir sagt, von den Beeren sollst du mehr essen, dass er gewissermaßen weiß, ohne ein Lehrbuch gelesen zu haben, dass diese Beeren so zuträglich sind. Und es kommt noch was anderes hinzu. An diesen Sträuchern unter Bäumen hängen manchmal diese Bärchen dann auch schon getrocknet. Ja, Mitteilung, Bernd, du kannst diese Beeren auch mitnehmen, zu Hause trocknen und im Winter essen. Das heißt, hier ist jemand, der mir sagt, du kannst mich für die Vorratshaltung einsetzen. Im Übrigen, wie man ja sieht, bringen einen diese Pflanzen dazu, Streckübungen zu machen. Ja? Also Streckübungen sind einfach absolut wichtig. Wenn ich die wegen einer Beere mache, dann muss ich schon keine besondere Übung dafür auswendig lernen. Ich muss es einfach tun. Will sagen, diese Pflanzen sind gewissermaßen auch Lehrmeister. Und das Beachtliche an der Geschichte ist, dass das eigentlich niemand wirklich lernen muss. Natürlich können wir das heute den Menschen auch beibringen, so wie wir das jetzt mit diesem Film auch machen. Denn vielleicht haben Sie bisher in Ihrem Leben noch nie Felsenbirnen bewusst gesehen oder überhaupt schon mal an den Beeren geschleckt. Aber wenn Sie mal alleine eine Wanderung machen und der Felsenbirne da begegnen, wo sie Natur auswächst, nämlich häufig in felsigen Gegenden. Also ich fand sie zum Beispiel am Falkensteinberg bei Königstein, Falkenstein, Kronberg im Vordertaunus. Da kann man plötzlich sagen, Mensch, das ist ja was, was die Natur auf den Weg legt. So ähnlich wie Himbeeren, die irgendwo am Weg stehen, natürlich von uns ganz instinktiv gegessen werden. Also wir haben in uns ein Programm, darauf sind alle diese Pflanzen verzeichnet, die es in unserer Umgebung gibt. Jetzt kann ich dazu sagen, die Blätter von der Felsenbirne esse ich relativ viel weniger. Und wenn ich mir diese Blätter hier angucke, dann würde ich jetzt auch sagen, dieses Blatt würde ich tatsächlich hier nicht nehmen. Anders als die Früchte zeigt mir dieses Blatt einen gewissen Ansatz von Mehltau. Also ist etwas Pilz drauf. Das heißt, ich beobachte, ich gucke mir natürlich mein Blatt genau an
Also wenn mein Blatt beispielsweise wie hier bei der Pflanze so ein bisschen krumpelig ist, auch dann werde ich das nicht so unbedingt essen. Also wir haben ein Programm, womit wir auch die Qualität unserer jeweiligen Nahrung erkennen können. Genauso wie wenn ich zum Beispiel jetzt diese Beeren irgendwo angeboten bekäme und die Beeren würden im Gegensatz zu dem Programm, das mein Körper gespeichert hat, mehr oder weniger nach Wasser schmecken. Dann würde ich die Beeren nicht essen wollen. Und jetzt kommt was ganz Beachtliches. Wir haben ja auf der einen Seite, wir werden das auch noch vertiefen, auf der einen Seite Kulturgemüse und auf der anderen Seite Wildgemüse. Ein Teil davon hängt mir ja auch am Pullover, kommen wir auch noch gleich drauf. Bei Kulturgemüse zeigt sich sehr oft, dass der Anteil der Nährstoffe gegenüber der Wildpflanze anders ist und zwar meistens zu geringeren Werten tendiert. Das heißt, wenn du also zum Beispiel eine Brennnessel oder eine Löwenzahn oder eine wilde Möhre, das grüne Laub isst, dann hast du da das 10 bis 100 oder mehrfache an allen möglichen Enzymen, Mineralien und Farbstoffen und so weiter drin, als es in der Kulturpflanze ist. Zum Teil verlagert sich der Wert. Also bei vielen Kulturmeerrüben esse ich das Kraut gar nicht mehr. Das Kraut ist zwar ganz schön grün, aber von der wilden Möhre esse ich ganz gerne das Kraut. Aber die wilde Möhre hat eine Wurzel, die gar nicht besonders gut ist. Das hat die Kulturmöhre. Die Kulturmöhre, also es gab Zeiten, da haben wir so viele Möhren gegessen, in absoluter Bio-Qualität, Demeter-Qualität, dass man uns das schon richtig an der Haut angesehen hat. Also wir sollen einfach genau gucken, welche Nahrung wir bekommen, in welchem Zustand sie ist. Und ich möchte auch empfehlen, achtet darauf, auf die Herkunft, denn wenn zu stark gezüchtet, wenn zu stark gedüngt, dann ist die Nahrung in der Regel weniger wert. Und wir können das ja entscheiden. Ja? Wenn jemand Fleisch isst, dann soll er sich doch genau überlegen, ist das Tier glücklich, was er verzehrt? Ist das Tier glücklich gewesen? Und wir müssen einfach wissen, es gibt viele Menschen, die möchten einfach eine Wurst oder ein Stück Fleisch. Dann sollen sie das auch haben, solange sie das möchten. Also ich plädiere dafür, dass wir in unserer Nahrungsaufnahme keinesfalls wieder mal eine Ideologie zementieren. Ich kann sagen, vegan ist unglaublich gut, vegetarisch ist unglaublich gut, aber wenn ein Mensch damit nicht glücklich ist, dann ist das nicht das Richtige für ihn, ja? Und wir müssen alle Menschen vermöge ihrer Eigenart, ihres Wesens, ihrer Vorleben akzeptieren. Die Felsenbirne, die mögen Sie bitte nie mehr vergessen. So gut schmeckt die. Tja, der Stadtpark ist einfach voller Wunder. Und das kleine Wunder, was ich hier in der Hand halte, ist das Blatt einer Ulme. Wenn man sich die genauer anguckt, dann merkt man, dass diese Ulme nicht nur eine solche Gestalt hat, sondern so etwas ganz Eigenartiges. Manche Blätter haben so einen eigenartigen Zusatzzipfel. Und auf jeden Fall fällt auf, dass die Ulme ein richtig starkes Blattgrün hat. Und dann ist das bei mir schon wieder richtig aktiv, dass ich mir sage, eine Pflanze, die ein relativ weiches Blatt hat, so ein bisschen haarig, aber weich und so starkes Blattgrün, die will ich einfach essen. Und das mache ich auch. Wie das aussieht, weiß im Grunde genommen jeder. Ich roll mir diese Blätter ganz gerne und tue die da rein und lege die in meinen Mund. Das ist immer wieder dasselbe. Das heißt, mein Mund darf sozusagen erstmal diese Ulme willkommen heißen. Die ist ja zunächst völlig trocken. Und wie der Zilbzalb gerade ausführt vom nahen Baum, soll ich einfach diesem Ulmenblatt Gelegenheit geben, eine Zeit lang mit meinem Speichel, also praktisch den Verdauungssekreten meines Vorderdarms, Kontakt aufzunehmen, was dazu führt, dass dieses Blatt durchsetzt wird von diesen Enzymen und langsam aber sicher die Verdauung beginnt. Es ist so wichtig, dass wir die Verdauung
geschehen lassen. Diese Ulmenblätter haben einen hohen Anteil Blattgrün. Das heißt, hier wird mir dieses Molekül, welches dem Hämoglobin ja außerordentlich ähnlich sieht, dieses Chlorophyllmolekül, das wird mir Magnesium in meinen Körper bringen. Und die vielen Substanzen, die ansonsten hier noch drin sind, gelbe, grüne, rötliche Substanzen, die Farbgebung aber vom Chlorophyll hier überdeckt wird, diese alle kann mein Körper verarbeiten. Ich muss mir das im Einzelnen nicht vorstellen, aber ich kann zum Beispiel zu Hause im Chemielexikon nachgucken, das geht ja mit dem Internet alles unglaublich gut, und ich finde diese wertvollen Stoffe heraus. Tatsache ist, dass auch die Ulme, so ähnlich wie der Weißdorn, einer unserer absolut besten Wildsalate ist, nur viele wissen das bisher noch nicht. Wenn ich mir eine solche Pflanze vornehme, dann soll ich nicht irgendwie dran rupfen, sondern gehe ich achtsam dahin und hole mir ein Blatt. Ulmen sind eine Zeit lang mal richtig auf die Problemliste gekommen, denn es gibt das sogenannte Ulmensterben. Inzwischen können wir aber beobachten, dass zunehmend viele Ulmen wieder vital sind, bis in die Krone. Ich habe das in Osnabrück in der Haseaue erlebt. Wir erleben das im Leipziger Auwald zum Beispiel, dass auch die Feldulme wieder richtig häufig aufgeht. Das heißt, die Natur wird mit Krankheiten von selbst fertig. Ja, wir alle, die ganzen Tiere, Pflanzen, Menschen, sind ständig einer Fülle von Erregern ausgesetzt. Alles andere als Angst dient, sondern einfach Vertrauen ins Leben, dass wir damit fertig werden. Dafür müssen wir unsere Abwehrkräfte stärken. Und wenn ich jemanden suche, der meine Abwehrkraft stärkt, dann ist das zum Beispiel die Ulme. Die Gattung Ulme gibt es bei uns mit 3 Arten. Ich habe hier noch eine Feldulme dazu gesammelt. Das will einfach gesagt werden. Und dann gibt es noch eine andere Ulmenart, die Flatterulme. Die habt ihr wahrscheinlich nicht. Und die kann ich alle essen. Alle 3 Ulmenarten sind absolut spitze Nahrung. So, jetzt gucke ich mir das an. Ja, kann ich denn die Ulme leicht erkennen? Ganz leicht. Wenn wir uns nämlich die Blätter ansehen, dann sehen wir am sogenannten Blattgrund, gehst du mal zur Seite, dann sehen wir am Blattgrund hier eine Unsymmetrie. Das heißt, auf der einen Seite ist der Blattgrund weiter ausgewölbt und tritt am Stängel, am Blattstielchen weiter runter, als auf der anderen Seite, wo er zurückweicht. Ein unsymmetrischer Blattgrund, also der Shape sozusagen, das ist eine Ulme. Da kannst du machen, was du willst. Die Hainbuche sieht ganz ähnlich aus, hat aber einen vollkommen symmetrischen Blattgrund. Die Blätter der Hainbuche sind im Vergleich viel trockener. Kann man schon wieder hören, ich habe offenbar eine Vorliebe zu Ulme. Ja? Nach dem keltischen Horoskop bin ich übrigens auch Ulme, aber da trifft auch nicht alles zu, das macht nichts. So, kann ich die noch an was Weiterem erkennen? Schau mal die Rinde, die ist ganz typisch. Das ist eine ganz typische Ulme und wenn ich sie mir näher angucke, so würde ich sagen, hier kann Flatterulme oder Bergulme vorliegen. Wenn ich dann die Blätter sehe, dann sagt mir die Natur, naja, in diesem Fall hast du eine Bergulme. Also ich empfehle auch, die Rinde immer genau anzugucken. Und nebenbei empfehle ich etwas ganz Eigenartiges. Manche von uns haben doch im Badezimmer eine Bürste, ne? Wie man mancherorts sagt, oder eine Bürste. So, und was kann ich jetzt machen? Schau mal, ich kann mich daran bürsten. Ich habe mal ein Extrem erlebt, und zwar an einem Seminar nahm ein junger Mann teil, der hatte einen beachtlichen Beruf. Der war nämlich für eine Bank tätig und hat immer im Nachtdienst praktisch ohne Tageslicht gearbeitet und die Kontodaten eingegeben. Der kam auch sonst kaum in die Natur und hat mir dann gesagt, Bernd, ich kann nicht an sowas einfach vorbeistreifen, wenn wir so quer durch den Wald gehen, das ist so empfindlich. So, das heißt, wir sollen unsere, schau, das ist ein bisschen weiß geworden, wir sollen unsere Haut bearbeiten. Deswegen macht uns die Natur das eigentlich vor, wenn ich zum Beispiel auf die Idee käme, hochzuklettern. Ich habe mehrere Kinder, die klettern alle. Wir mussten sie gar nicht hindern. Wenn wir so klettern, das bedeutet immer, dass wir unsere Haut aktivieren. Das heißt, wenn ich einen Baum schön finde, kann ich ihn einfach zum Klettern verwenden.
Und wenn mir dann von da oben einer runterruft, du, die Blätter schmecken auch gut, dann sage ich, ja Mensch, das ist ja ein genialer Einfall. Ja? So, das gehört also dazu. Und die Ulmen haben einen relativ hohen Nährstoffreichtum. Also der Gehalt an Eiweißen in diesen Blättern ist relativ hoch. Das bringt unter anderem zum Ausdruck, dass sie meines Erachtens etwas schmackhafter und leichter essbar sind als zum Beispiel die Hainbuchenblätter. Und wenn ein Baum viele Eiweiße in sein Blattwerk lagert, könnte das einen Zusammenhang zum Standort, also dort, wo er lebt, herstellen. Wenn ich jetzt mal genau gucke, dann gibt es die Bergulme zum Beispiel im Schluchtwald. In einer Schlucht kommt alles zusammen, da rutscht alles den Berg runter. Der Bach, der da fließt, bringt die Nährstoffe. Das heißt, meine Ulme ist auch ein Zeiger für Standorte mit hohem Nährstoff-, Stickstoff-, Mineralgehalt. Das gilt auch für die Feldulme, das gilt auch für die Flatterulme. Die haben alle so eine kleine ökologische Eigenart. So, und dann ist eben hier was ganz Besonderes, das Schöllkraut dabei. Dieses Schöllkraut, das habe ich hier mir vorhin schon mal erlaubt zu sammeln, hat eine ganze Reihe netter Eigenschaften. Wenn ich es zum Beispiel hier abmache, dann, wenn man das genau anguckt, dann könnte man da so einen ganz leichten Tropfen gelblichen Saftes sehen. Das ist ein Saft, der ist sehr alkaloidreich. Der macht die Pflanze für mich als Salatpflanze auch ungenießbar. Wenn ich das versuche, die ist sehr bitter. Das würde ich gar nicht tun. Die Schöllkraut-Alkaloide haben eine Reihe von Eigenschaften. Die werden also zum Teil auch arzneilich verwendet, allerdings in geringerer Konzentration. Ich möchte auf etwas anderes raus. Wenn ich irgendwo Schöllkraut finde, vielleicht hat mir jemand gesagt, wir machen mal einen Stadtrundgang, wir verbinden dir die Augen. Und wenn du jetzt irgendwo stehst und du weißt gar nicht wo, aber du hast plötzlich Schöllkraut in der Hand, dann sage ich, oh, hier müsste jemand organische Abfälle beseitigt haben. Könnte es vielleicht sein, dass wir an einer Burgmauer stehen, wo das Burgfräulein immer die alten Eimer mit Nährstoffresten runtergeschmissen hat. Und genau das ist auch der Fall. Also Schöllkraut finden wir ganz häufig an Stadtmauern, an Stadtwällen, zu Füßen der Burgen. Ein Nährstoffzeiger, der heilkräftig ist und der eine besondere Eigenschaft hat. Wir haben ja manchmal nach unseren stressbeladenen Tagen müde Augen. Also ich habe sehr gute Augen, ich brauche keine Brille. Ich kann also ganz kleine Aufschriften auf irgendwelchen Packungen lesen, wo die Ingredients, die Inhaltsstoffe drin sind. Aber abends fällt mir das schwer. Wenn der Tag anstrengend war, dann kann ich nicht mehr so hoch auflösen. Das heißt, dann brauche ich keine Brille, dann brauchen meine Augen Ruhe. Und diese Blätter, die sind so feuchtluftig, ganz weich, die lege ich mir dann hier oben, mache ich im Moment Pause, mache einen kleinen Powernap und lege mir also tatsächlich Schöllkrautblätter auf die Augen. Und die haben die Eigenschaft, die Augen zu kräftigen. Also das kann man machen, ja? Schöllkraut, man soll es einfach entdecken. Man wird es nicht ins Auge reiben, dann brennt das Auge. Aber wenn man es einfach nur drauflegt, das habe ich immer wieder bestätigt bekommen, dann sagen mir die Leute, das tut ja total gut. Das macht richtig gemütlich. Ja, also ein Glück kommt auch selten allein. Deswegen, wenn wir schon mal an der Stelle stehen, dann sehen wir natürlich, dass hier der Spitzerhorn steht. Ich glaube, der sagt einem seinen Namen. Ja, das Blatt hat so viele kleine Spitzen, ganz anders als der Bergahorn, der dort verrundet ist. Und der Spitzerhorn ist ein ganz wunderbarer Salat. Da wir ja nachher einen Salat zubereiten, erlaube ich mir mal ein paar wegzunehmen. Ich nehme ihm ja keine Knospe weg. Das macht dem Spitzerhorn nichts aus. Ja? Er darf uns ein paar Blätter geben. Und wie man sieht, ich nehme die jüngeren. Ich nehme sie auch so, dass ich seine Rinde nicht verletze. Der Spitzerhorn kann sehr gut gegessen werden. Wenn der nachher klein gemacht wird oder wenn ich zum Beispiel einen schönen Saft draus mache, dann bereichert er den Salat. Jede Pflanze nimmt aus ihrem Standort nicht etwa die gleichen Stoffe auf.
sondern der eine ist ein Calciumsammler, der andere sammelt vielleicht mehr Mangan oder Eisen. So, die Pflanzen sammeln aber im Grunde genommen das ganze Periodensystem der Elemente, der chemischen Elemente aus dem Boden auf. Wenn ich beispielsweise an der Küste bin und finde diesen Meerstrandspinat, dann weiß ich, den kann ich direkt verwenden, so ähnlich wie den Queller. Das kennen die Leute an der Küste und in den Fischgeschäften wird das auch angeboten. Dann nehme ich diese Pflanzen und merke, du, die schmecken ja salzig. Die kannst du eigentlich wie einen Salzstreuer verwenden. Nur, wenn dieses Salz über die Pflanze kommt, dann weiß ich wiederum, diese Pflanze stellt einen artspezifischen Auszug aus der gesamten Vielfalt der chemischen Elemente ihres Standorts dar. Das ist was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel mein Hühnerei mit raffiniertem Salz bestreue. Wenn ich Meersalz nehme oder ein richtig gutes Salz, was nicht mehrfach unkristallisiert ist, dann habe ich viel mehr Mineralien drin. Unser Körper möchte so naturnah wie möglich arbeiten. Das können wir ihm ja einfach geben. Ja, ich könnte noch stundenlang weitermachen. Wir gehen mal einen Platz wechseln, oder? Ja, die schöne Birke, die wollen wir uns mal gleich angucken. Aber ich habe da noch ein anderes Kraut. Das sieht man, das ist ein ziemlich empfindliches Kraut. Das heißt, wenn das einer essen will, wird es wohl sehr weich sein. Und das hat wirklich die Eigenschaft, unglaublich anhänglich zu sein. Das Kleblaubkraut macht sich unglaublich gut in frischen, grünen Säften. Wenn du zum Beispiel einen Mixer hast, vielleicht sogar einen Vakuummixer, das wäre sehr gut. Also dann kommen diese Kräuter, unter anderem das Kleblaubkraut, und die Knoblauchsrauke und der Löwenzahn zum Beispiel und der Kirsch, die kommen alle in so einen Topf. Die müssen noch nicht mal geschnitzelt werden. Der Mixer mixt erst, wenn ein Vakuum hergestellt ist. Und nach dem Mixen hast du einen sagenhaften grünen, feinen Saft, der sich wunderbar sämig trinken lässt. Wenn man das Kraut direkt essen will, hast du eine ganze Zeit lang zu kauen. Aber wir wissen ja, Ballaststoffe sind eigentlich für die Menschen höchst zweckmäßig. Ballaststoffe, Flüssigkeit und weiches Material. Und mit dem Thema Flüssigkeit, da bin ich natürlich hier bei der Birke. Denn ich glaube, wir alle haben schon mal davon gehört, dass die Birke die Eigenschaft hat, uns entweder aus ihrer Rinde, wenn du ein kleines Loch reinmachst, oder aus solchen Ästen, wenn du hier ein Stück abschneidest und eine Flasche dranhängst, dass die Birke uns dann Birkensaft schenkt. Und der Birkensaft, der ist unglaublich gesund. Die Birke nimmt im Frühjahr dieses Wasser aus dem Boden auf. Sie treibt ihre Blätter hoch und dazu braucht sie ganz viel Wasser, was durch die Blätter wieder verdunstet wird. Dieses Wasser, welches unten aus dem Boden kommt, wird durch die Gefäße dieses Baumes in die Höhe getrieben. Das kann ja bei einer Birke ohne weiteres 20 Meter hoch sein. Und diese Gefäße haben eine unglaublich feine Geometrie. Diese Gefäße haben zum Teil doppelte Wände, Spiralstrukturen drin, Lochstrukturen drin. Und man kann sich vorstellen, das Wasser wirbelt in diesen Gefäßen nach oben. Dieser Verwirbelungsprozess wird gelegentlich mittlerweile auch von Menschen nachgeahmt, indem man so nach Viktor Schauberger das Wasser spiralig bewegt. Und dieses spiralig bewegte Wasser dann zum Trinken anbietet. Es ist sehr viel geschmackvoller, sehr viel samtener, sehr viel quellartiger. Und wie kommt das? Ja, wenn wir draußen schauen, ein wilder Bach, der hat ja auch eine Struktur. Das Wasser tanzt durch das Gerinne. Natur macht immer wieder Tai Chi. Und bei dieser Bewegung wird sehr viel verwirbelt. Das heißt, es wird auch mit dem Sauerstoff der Luft durchmischt. Und natürlich auch mit der ganzen Qi-Energie, die wir nicht so unmittelbar sehen können. Und das macht Quellwasser oder Bachwasser so gesund. Das war unser ursprüngliches Wasser. Wenn es nur durch normale Röhren fließt, zudem in unseren Städten und Gemeinden mittlerweile durch Plastikröhren, ist das Wasser weitaus weniger wertvoll. Und dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich leider in unserer Zeit sehr viele
Abfälle gewissermaßen oder Auswaschungen aus der Landwirtschaft im Trinkwasser vorfinden. Birkenwasser ist ein von der Natur durch den Baum aufbereitetes Wasser. Und wir haben hier mal, ohne eine besondere beliebige Reklame zu machen, eine solche Flasche mitgebracht. Hier sind immerhin 94% Birkensaft drin. Das Ganze ist dann noch etwas mit Zitronensäure aufgemischt, damit es widerstandsfähig ist, eine Zeit lang erhalten bleibt. Und es ist ein wenig Zucker drin, aber darauf könnte man meines Erachtens vollständig verzichten. Also Birkensaft kann ich nur empfehlen. Und ja, was kann ich mit der Birke sonst machen? Wir werden gleich noch einen besonderen Effekt zeigen. Also Kinder spielen gerne mit Birkenwürstchen. Ja? Und die Birkenwürstchen, hier sind die Fruchtstände schon von den Birken. Die kann man unglaublich schön auseinanderknurpseln. Da sind ganz kleine Kerne drin. Das heißt, du kannst sie im Prinzip essen. Das Blatt hat eine mittelmäßige Bitterkeit. In kleinen Mengen unseren Wildpflanzensäften beigemischt, ist das hervorragend. Im Übrigen ist die Birke eine absolute Survival-Pflanze. Ich habe jetzt mal hier so ein Stück Stängel dabei. Wenn man nämlich bei dieser Birke hier, wenn ich jetzt hier diese Korkrinde außen abzöge, dann würde unten drunter eine grüne Zellschicht kommen. Das heißt, die Bäume haben, das haben wirklich viele Bäume, in jüngeren Jahren unter der Rinde, die gar nicht mehr grün aussieht, haben sie eine grüne Schicht. Und wenn ich beispielsweise in Not wäre im Winter, ich würde hier immer noch lebende Chlorophyllsubstanz finden, wie wir das dann beispielsweise vorhin bei unseren Wildpflanzen gesehen haben oder mit dem Kulturgemüse in Gestalt des Kohls. Auf Kulturgemüse kommen wir noch zu sprechen. Also wenn wir jetzt einfach mal so einen eigenartigen Versuch machen, wie kann man denn in ein solches Holz reinblasen? Das mache ich jetzt. Ja, also ich bin immer wieder begeistert und erstaunt. Schau, ich habe diese Seifenlösung hier, die habe ich schaumig geblasen. Das heißt, es ist offenbar möglich, dass man hier einfach durchbläst. Das liegt daran, weil wir hier Röhren im Holzgewebe haben, aus Zellen entstanden, die mal einzeln hintereinander waren, wie so kurze Dörflerwürstchen, mit Verzeihung. Ja. Und ganz zum Schluss, bevor die Zellen für den Saftstrom fertig werden, machen die ihre Zellwände weg und dann entsteht eine durchgehende Röhre. Also auf diese Weise kann man sehen, ein solches relativ massiv aussehendes Holz ist durchzogen von lauter Röhren. Das ist nicht mal besonders schön gesägt, ja. Aber die Luft kommt auf der anderen Seite raus. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt so etwas wie ein Stethoskop dabei hätten, ja, dann könnte ich das Stethoskop, wie der Doktor, der mir das auf die Brust hält, könnte ich das Stethoskop hier an die Oberfläche des Holzes halten. Und dann würde ich das Sprudeln des Wassers in diesem Baum hören können. Denn manchmal verdunstet er in einer derartigen Geschwindigkeit, dass dann tatsächlich gewissermaßen Luftblasen, also kleine Mikrovakuen, gezogen werden. Und so wie da Luftblasen und Wasser durch die Gefäße laufen, kann man das Sprudeln hören. Solange es reines Wasser ist, hörst du fast gar nichts. Ja, also was man hier der Birke im Grunde genommen nur wieder mitteilen kann, ist, dass sie eben ein wahres Kunstwerk in der Natur ist. Und Kinder spielen gerne mit Würstchen und so weiter und so fort. Die Rinde ist wundervoll. Ja. Man sieht hier oben, das, was ich hier abgezogen habe, das ist echte Korksubstanz. Und diese Korksubstanz braucht der Baum, um sich gegen Verdunstung zu schützen. Das machen die Pflanzen souverän. Und dann sieht man noch, schau mal, das kann man hier gut sehen, das sind so eigenartige längliche Gebilde. Jetzt können wir uns mal in so einen Stamm hineinversetzen, wenn ich sagte, der hat tatsächlich unter diesem Korkmaterial grünes Gewebe, da muss dieses grüne Gewebe atmen können. Und dafür sind die sogenannten Lentizellen da. Der hat also richtig Löcher in seiner Rinde
Und damit kann der Luftaustausch treiben. Der atmet nicht aktiv, so wie wir mit unseren Lungen, sondern da gibt es einfach ein Stoffgefälle, welches dafür sorgt, dass das Gewebe belüftet wird. Also die Pflanze lebt natürlich zum Glück von der Wurzel bis in den Stamm. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie zum Beispiel Luftsauerstoff hat, auch in ihrer Flüssigkeit, die transportiert wird. Denn damit werden die tiefstliegenden Wurzeln natürlich auch belüftet. Das ist natürlich eine wunderschöne Tafel, die gefällt mir erstmal ganz gut. Vor allem weiß ich auch, wo ich bin. Und dann kann ich hier lesen, 64 Baumarten gibt es. Und wenn ich beobachte, was hier alles noch so wächst, dann weiß ich, dass hier 5, 10, 20 verschiedene Kräuter zusätzlich zu sehen sind, die jetzt auf der Tafel nicht draufstehen. Aber eine der schönsten, feinsten Pflanzen, die wir haben, die eigentlich zentralalpin ist, die uns hier gezeigt wird, das ist die Lärche mit den reifen Zapfen. Und wenn ich auf die Lärche hinweise, wissen wir, das ist eine Konifere. Die hat auch ziemlich viel aromatische Terpene, wie man sagt, Duftstoffe. Und daraus kannst du einen wunderbaren Tee machen. Das gilt genauso für Fichten, Fichtenspitzentee oder Kiefernadeltee. Und diese Terpene, in hoher Konzentration sind diese Terpene giftig, unter anderem nervengiftig, aber in geringer Konzentration sind diese Terpene außerordentlich wertvoll. Das heißt, diese Lärche bringt mich auf die Idee, uns daran zu erinnern, dass immer die Dosis darüber entscheidet, ob etwas gesund oder nicht gesund ist. Zu viel, zu wenig. Wer sagt mir das? Hör auf deine innere Stimme. Willst du davon noch mehr? Darauf kann ich mich verlassen. Ich weiß im Grunde genommen, ich kann da vertrauensvoll auf meinen Körper hören. Und dann kann es sein, dass Edwin viel mehr davon will als ich. Aber Edwin kann nicht sagen, Bernd, davon braucht man viel, wenn ich merke, ich brauche davon wenig oder viel mehr als du. Ja? Also wir sind alle sehr individuell in unserer Reaktion. Das ist die Fülle, die Vielfalt der Natur. Ja, und unser Stadtpark zeigt uns einen ganz beträchtlichen Ausschnitt davon. Tja, das ist ein ziemlich beachtlicher Duft, von dem ich mir doch gleich mal ein Stückchen hole. Das sind Taglilien. Da gibt es einige zigtausend. Und irgendwie so um 100 sind hier in diesem Uerdinger Park. Wie kommt das? Es gibt hier einen Spender, ein Spender-Ehepaar, die das sozusagen organisieren, die immer wieder neue bringen. Und das ist, wenn ich das hier so sehe, das ist ein Genuss. Der Duft ist sehr zurückhaltend, aber ich mag diese weniger aufdringlichen Düfte. Und das, was ich hier esse, dieses Pflanzenfleisch, das ist sowas von saftig. Das ist einfach gut. Das heißt, dass natürlich, wenn ich Taglilien in meinem Garten habe, dann ist das Bestandteil meines Salats über Wochen, weil die sind unglaublich dankbar. Man sieht ja hier, die blühen hier noch lockere 3 Wochen. Und dann sehen die auch alle irgendwie verschieden aus. Ne? Die habe ich schon mitgenommen, die bleibt unversehrt. Sowas essen die Kinder gern und alle, die gerne essen. Ja, in diesem Sinn. Das ist natürlich eine Rosenvielfalt, die wir hier haben. Das ist ja wirklich ein absoluter Genuss. Und es bleibt aber nicht beim Duft. Ich habe tatsächlich jetzt mal wieder was dabei, und zwar einen Rosenblütensirup. Den kann man sich unter anderem auch damit herrichten, dass man einen sehr guten Honig dafür nimmt. Ja? Und mit entsprechend Wasser ist das ein absolutes Würzmittel für Kuchen und für kleine Puddings und so weiter. Aber für mich hat die Rose irgendwann mal was ganz Besonderes reingebracht. Ich habe mir nämlich gedacht, warum eigentlich müssen manche Leute ihre Läuse so furchtbar bekämpfen mit Gift, wo doch die Rose als Ganzes essbar ist. Also diese Blätter hier, ich habe zum Beispiel jetzt auf meiner langen Überlandreise getrocknete Rosenblätter dabei und esse seit Wochen nebenbei manchmal vielleicht eine Mandel, aber manchmal solche getrockneten Rosenblätter, die so ein bisschen schmecken wie Kartoffelchips ohne Salz.
So, das heißt, du kannst die Blätter essen, du kannst die Früchte essen, jetzt hier die Blüten natürlich, aber du kannst später die Hagebutten essen. Und Rosen, die gute Hagebutten machen, wenn es einmal gefrostet hat, dann sind die weich, dann kann man diese Hagebutten ausdrücken wie so eine kleine Zahnpastatube und du bekommst das Hägemark ohne Erhitzen als absolut sagenhaft reiches Vitamin C-Substrat. Dass die Rose nebenbei auch noch furchtbar schön ist, das wissen wir. Ja? Also Rosen sind einfach rundum lebende Menschenwelt. Jo. Und so lassen wir die Rosen einfach weiter blühen. Ja, also ich genieße das einfach mal gerade, hier zu Füßen einer Rosskastanie zu sitzen, mit dem Blick auf den Amberbaum. Was kann einem da alles einfallen? Dass wir Naturstoffe als Menschen nutzen können, dass wir daraus wunderschöne Sachen machen können. Mit der Rosskastanie, mit dem Saft zum Beispiel etwas, was unserem Zahnfleisch hilft. Und mit dem Amberbaum, aus dessen Harz von Natur aus gewissermaßen bei Menschen Kaugummis gemacht werden können, auch heute noch. Und wenn wir das doch einfach nutzen, das dient uns. Manche Leute sagen, wenn du Kaugummi kaust, wirst du intelligent. Ich würde bestenfalls ergänzen, dann fügt dem Kaugummi nicht zu wenig Kunstzucker bei oder Aspartam oder sowas. Das sollte eigentlich ganz draußen bleiben. Das kann der Mensch ja anschauen. Also so naturnah wie möglich diese Stoffe nutzen, dafür sind die da. Und ein solcher Stadtpark hat die Riesenchance, Bäume zu testen, die gar nicht in Mitteleuropa leben, wie eben dieser Amberbaum. Aber wir sind im Klimawandel, hier kann getestet werden, ja? Ja, also die Esskastanie, das ist natürlich eine ganz besondere Pflanze. Das heißt unter anderem, die Römer hätten sie hergebracht, zum Beispiel in den Vordertaunus. Und sie ist dann immerhin bis an die Weser bei Höxter gekommen. Aber im Vordertaunus, da fruchtet sie massiv. Es gibt wirklich Kastanien, das sind solche Apparate, ja? Also richtige Volumina. Und geröstete Kastanien zu essen, das ist einfach in der kalten Jahreszeit ein ganz großer Genuss. Im Übrigen sieht man ja hier diese großen Blütenstände und da holen die Bienen einen sagenhaften Esskastanienhonig. Der hat ein absolut unverwechselbares Aroma. Es gibt Leute, die sagen, dieser Esskastanienhonig sei ganz besonders bei Frauenleiden sinnvoll. Wobei ich glaube nicht, dass das nur darauf begrenzt ist. Der schmeckt mir nämlich auch. Aber eben, es ist eine Bienenweide und das ist schon mal wieder was Besonderes. Im Übrigen hat die Esskastanie ein sehr beachtliches, auch wertvolles Holz. Und anders als diese Esskastanien das hier zeigen, die so parkartig breit ausladende Kronen haben, kenne ich aus der Gegend von Rosbach zum Beispiel oder aus der Gegend von Kronberg Rosskastanien, die sind lockere 20 bis 25 Meter hoch. Die sind kerzengerade gewachsen. Und das sind dann solche Apparate, also Brusthöhendurchmesser 80 cm aufwärts. Oder zum Beispiel, diese Esskastanie hat ja Früchte, die den Eicheln ähneln oder auch den Bucheckern ähneln. Das heißt, wer Kastanien hatte, der konnte eine Schweineweide machen, ohne Ende. Also die Schweine, ob das die wilden oder die Kulturschweine sind, die konnten sich da ordentlich mastig fressen. Und das hat dann bedeutet, die Leute mussten im Grunde genommen nur in großem Abstand alle 30 Meter zum Beispiel eine Kastanie stehen haben. Die wuchs dann und dort zum Beispiel bei Neuenhain, Altenhain im Taunus, das sind Eichen, deren Umfang kann ich hier kaum darstellen. Das sind solche Apparate. Die sind 150 bis über 200 Jahre alt. Aber ganz kurzschäftig, wie die Förster sagen, ganz abholzig. Die sind nur 7, 8 Meter hoch, maximal. Aber unglaublich schöne Gestalten mit mystisch verzweigten Ästen und so weiter. Mächtigen Höhlen für die Waldkäuze, aber auch für die Steinkäuze. Ja? Oder dass da heute eben zum Beispiel mal ein Waschbär reingeht. Das ist absolut normal. Also die Esskastanie, ein ganz wichtiger Kulturbegleiter des Menschen aus dem mediterranen Raum, der bei uns diese wertvollen Früchte liefert. Und eine andere Nutzform besteht einfach darin, in diese großen Blätter Käse einzupacken.
Meines Wissens ist das ein Käse aus der Normandie, der in diese Blätter eingepackt wird, den man Regal de Banon nennt. Vielleicht kann man das mal erinnern, wenn man in einer Käsehandlung möglicherweise einen in Kastanien eingepackten Käse findet. Statt Packpapier finde ich diese Blätter viel schöner dafür. Man kann sie auch essen. Ja? Gut, ja, dann sagen wir den Kastanien mal auf Wiedersehen. Und hier stehen zum Glück immer mehrere. Die Bäume wollen sich ja wechselseitig befruchten. Das ist gut. Also das ist eben halt wirklich eine Schwarzkiefer, die uns eigentlich auch so ziemlich alles zeigt. Was zunächst mal typisch ist, sind die männlichen Blüten. Die stäuben dann im Frühjahr, im April vermutlich enorm viel Pollen aus. Und dann haben wir diese ganz typischen Zapfen, diese etwas langgestreckten Schwarzkieferzapfen, die auch jetzt noch ein bisschen harzig sind. Die werden dann zum weiteren Jahresverlauf noch ein bisschen größer werden. Übrigens kann man, wenn man das möchte, kann man diese Kiefernkerne auch essen. Die sind ein bisschen hart. Was man auch essen kann, sind die Nadeln. Aber ich möchte bei so einer Kiefer vor allem darauf raus, dass wir gewissermaßen hier auch einen Fremdbürger haben für Mitteleuropa. Die gehört nämlich eigentlich in die Zentralalpen. Die kann ganz schön viel Trockenheit ab in den alpinen, in den zentralalpinen Tälern. Und bei Kiefer fällt uns natürlich immer wieder auf, dass wir Menschen dazu neigen, Monokulturen mit Koniferen zu bauen. Ob das nun Lärche ist, Kiefer verschiedener Art oder Fichte. Und sobald wir etwas in Monokultur bauen, müssen wir besonders aufpassen, ob der Baum überhaupt standortheimisch ist. Das ist aber weder die Schwarzkiefer noch die Fichte. Also die Fichte gehört zum Beispiel in die hohen Gebirgslagen, zum Beispiel des Harzes, aber auch der Alpen. Und ganz reine Bestände sind für uns eher untypisch. Das mag die Fichte nicht. Jetzt haben wir in diesen Jahren, manche reden ganz allgemein von Baumsterben, aber das ist kein Baumsterben, sondern das ist ein massiver Ausfall der Fichte, weil wir in Verfolg einiger trockener Jahre die Standortbedingungen für die Fichte nun erst recht nicht mehr erfüllen konnten. Aber man wusste in der Forstwirtschaft, dass die Fichte nicht in diese Regionen gehört. Es ging nur so und so viele Jahre bis Jahrzehnte gut, obwohl wir ja auch wissen, dass durch Sturmschäden bei Fichte enorme Ausfälle gegeben sind. Man kann also keinesfalls dem Borkenkäfer anlasten, schuld daran zu sein. Der Borkenkäfer hat eine ganz andere Idee. Der Borkenkäfer ist eine Art aus der Natur, die den Menschen mitteilt, hier gehört ein anderes Waldökosystem hin. Da gehört partout die Fichte nicht rein. Also wir dürfen den Borkenkäfer nicht anschwärzen, sondern wir müssen uns Menschen mal wieder an der eigenen Nase fassen. Das größte Umweltproblem sind oftmals wir. Aber deswegen soll auch niemand sagen, dass wir nicht in die Natur passen. Wir müssen einfach lernen. Das können wir. Ja, und dann kostet es halt, und zwar richtig viel zurzeit. Also das finde ich ja wirklich beachtlich. Es entspricht eigentlich ihrer Art, dass die Mehlbeere so ein bisschen abseits ist. Und ja, da kommen wir nicht ganz hin, aber man kann sehen, ganz charakteristisch, das kann man an diesem kleinen Wasserreis schon sehen, hat sie so vor allem unterseits dann mehlig bestäubte Blätter. Für mich ist die Mehlbeere also einfach interessant, weil es strukturell besondere Standorte sind, wo man vielleicht über eine Schutthalde oder so klettern muss. Und wenn sie ihre Früchte abgibt und diese Früchte eine Zeit lang im Spätherbst auf dem Boden liegen, dann werden diese Früchte zu einer ziemlich natürlichen Marmelade. Und Sorbus aria, wie die Mehlbeere heißt, in diesem Fall ist es die schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia, diese kann Hybride bilden mit anderen Sorbusarten, also beispielsweise mit der Elsbeere. Und zum Teil haben die ganz hervorragende Früchte, also natürliche Marmelade, die man dann vom Boden aufheben kann oder die wir natürlich auch selbst machen können. Also das ist ja eben doch was Besonderes hier. Da kann man doch mal wieder gucken. Der Papiermaulbeerbaum, das ist ja etwas, was man nicht so häufig sieht. Und die Früchte und so weiter, die Blätter sind sehr typisch. Ich würde sie nicht essen, aber der Papiermaulbeerbaum, der hat andere Sachen. Der kommt aus Asien, also aus Japan.
Und er hat eine ganz spezielle Rinde. Diese spezielle Rinde, die ist geeignet, um Papier draus zu machen. Deswegen heißt er so. Die haben so ein spezielles japanisches Papier daraus gemacht. Mit sehr viel Fasern, sehr strukturreich, aber eben was Besonderes. Und der Saft ist nebenbei auch noch geeignet, denn er hat etwas mit Wundheilung, gegen Insektenstiche oder zur Sanierung von Insektenstichen geeignet. Ein ganz unüblicher Baum meines Wissens, ja. Also ich habe den jetzt hier das erste Mal gesehen. Bin ja auch selten in solchen Parks, aber bin einfach begeistert hin und weg. Und allein diese Früchte mit dieser feinen Behaarung, das ist ja überhaupt ein Genuss, wenn man das mal hier so sieht. Wie kann man denn nur so hübsch aussehen, ne? Ja, dem Baum geht es ganz gut, würde ich sagen. Der ist noch nicht so furchtbar alt. Der kann noch mal 5 Meter höher werden und in 100 Jahren ist er so dick. Okay, dann kommen wir wieder. Ja, Mensch, eine richtige Lärche. Andererseits, ehe wir uns jetzt mit dieser Lärche beschäftigen, würde ich einfach mal doch tatsächlich in einem unbeobachteten Augenblick so eine Kirsche essen. Es handelt sich um eine Wildkirsche. Und wie wir ja sehen, ganz typisch, da sind häufig auch kleine Rüsselkäfer und andere dran am Fressen an dem Blatt. Aber für uns Menschen ist immer auf den ersten Blick die Frucht wichtig. Ist da ein kleiner Kern drin. Typisch Wildkirsche. Aber die Wildkirschen sind bei weitem nicht so süß. Das heißt, das könnte sogar für uns Menschen das bessere Obst sein als das hochgezüchtete süße Obst. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen und ergänze, dass bei gezüchteten Früchten sehr häufig gegenüber der Wildfrucht der Fructoseanteil erhöht ist. Und ich empfehle unseren geneigten Zuschauern einfach mal in einem Buch oder im Internet nachzuschauen, was es denn mit Fructose, mit Glucose und so weiter auf sich hat bezüglich der Gesundheit. Fructose ist tatsächlich ein Thema für uns heutzutage. Auch die Mengen an Kohlenhydraten sind ein gesundheitliches Thema. Aber was uns die Pflanzen von Natur aus bereithalten, das sollten wir dann auch in einer gewissen Vollständigkeit genießen. Das heißt, ich habe früher mir dann auch den ganzen Magen voll bis zum Oberkante Unterlippe mit Kirschen gefüllt und habe dann irgendwann gelernt, es ist doch viel besser, wenn ich auch etwas vom Salat nehme. Als kleine Regel, wenn Früchte zur gleichen Zeit, da die Früchte reif werden, noch voll reife Blätter haben, empfiehlt uns die Natur, Blätter und Früchte zu mischen. Also keine reinen Fruchtzubereitungen. Und ich habe gerade neulich mit Leuten gesprochen, die haben ganz wunderbare Erdbeeren gehabt, wirklich erstklassige Herkunft, Bio und so weiter und so fort. Aber sehr viele Erdbeeren lösen bei manchen Leuten Durchfall aus. Man kann das so ähnlich wie Äpfel, wenn du zu viele Äpfel isst. Man kann das dahingehend interpretieren, Durchfall ist Reinigung, da muss schnell etwas entfernt werden. Das ist auch ganz gut, aber das muss man nicht beliebig treiben, weil der Körper uns mit dem Durchfall auch signalisiert, das Zeug will ich so schnell wie möglich wieder loswerden. Also auf solche Körperreaktionen einfach achten. Und der Körper hat in diesem Zusammenhang unter anderem wahrscheinlich die Leber im Blick, auch wenn er uns darüber nicht viel mehr sagt, als die Reaktion bekannt gibt. Denn er möchte die Leber vor eben zu viel Fructose schützen. Ja, das sind die süßen kleinen Wildkirschen. Es gibt sie in Schwarz und Rot. Und die sind natürlich sehr interessant. Aber nun will die Lärche beachtet werden. Und die Parkverwaltung hat an einige dieser Bäume mit Nägeln, die dem Baum nicht schaden, Schilder aufgehängt. Das will ausdrücklich betont werden. Das sind Nägel, die dem Baum nicht schaden. Also Kupfer ist da zum Beispiel nicht drin. Und damit kann aber der Mensch die meisten Bäume zunächst mal ansprechen. Und wenn dann ein Baum mal kein Schild hat, naja, dann kann man sich üben, kann ich den jetzt Baum erkennen. So, zunächst einmal, ich habe irgendwann gelernt, Wälder kannst du am besten kartieren,
Also du kannst am besten nachgucken, welche Bäume in Wäldern wachsen, wenn sie kein Laub haben. Dann kannst du nämlich 100 Meter weit oder 200 Meter weit gucken mit dem Fernglas auch gleich ungefähr das Baumartenverhältnis. Und eine Lärche, die würde ich wohl an der Rinde erkennen. Ich bin mit vielen Lärchen aufgewachsen, in Aufforstungen des Vordertaunus, aber auch in den Zentralalpen bei Wanderung. Und wir haben hier ein Stück Nadelbaum, das könnte auch eine Lärche sein, haben wir einfach mal im Stammquerschnitt mitgebracht, um das Thema der Jahresringe mal kurz anzusprechen und das Thema der Verkernung. Denn das, was hier innen drin so dunkel ist, das ist der Holzkern. Wenn ein Baum einen starken Holzkern hat, wenn der also beispielsweise bis hier außen hinreicht, wie bei vielen Kiefern, dann bedeutet das, dass der Baum extrem widerstandsfähig ist gegen Fäulnis. Das heißt, in dieser verkernten Innenschicht, da will kein Käfer, da will kein Pilz, da will kein Bakterium irgendwie arbeiten. Der Baum hat sich innen aseptisch gemacht. Nur die äußeren, die hellen Jahresringe, die man als Splint bezeichnet, das sind diejenigen, in denen Wasser transportiert wird. Und wie wir übrigens hier auch sehen, da sind auch noch immer kleine Harztröpfchen drin. Das heißt, die Bäume haben zwischen diesen Jahresringen gelegentlich sogenannte Harzkanäle. Also achtet darauf, eure Kleidung sollte nicht beliebig leiden. Das ist ein ganz großer Harzkanal. Und hier kommt ein Ast rein, der war natürlich auch verkernt. Und dann sollte man bei der Gelegenheit einer Wachstumsschicht gedenken, die meistens gar nicht formuliert wird. Wir wissen ja, ein Baum hat sekundäres Dickenwachstum, also der kann immer dicker werden, Jahr für Jahr, signalisiert jeder Jahresring. Aber wenn das nur durch dieses Kambium, durch dieses eine Kambium geschähe, dann würde die Rinde natürlich irgendwann bei Volumen, bei Durchmesserzuwachs reißen. Und dafür gibt es außerhalb des normalen Kambiums das sogenannte Perikambium oder das Korkambium. Und das scheidet einerseits nach innen lebende Zellen ab, sodass der Baum unterhalb dieses Wachstumsgewebes eine photosynthetisierende Schicht hat, aber auch eine stickstoffbindende Schicht. Das sind nämlich oft Blaualgen dabei, die Stickstoff binden können. Und dann gibt es nach außen hin den Kork. Und dieser Kork, der wird bei diesen Koniferen in dieser eigenartigen, plattig-schuppigen Art abgelagert oder abgegeben nach außen. Aber damit kann der Baum an Volumen zunehmen und nichts nimmt Schaden. Naja gut, jetzt ist der Baum, der ist halt einfach schön, ja? Nein, der ist nicht nur schön. Wenn ich könnte, würde ich jetzt hier oben ein paar von diesen Lärchenästchen runterbiegen und würde dann mal sagen, ihr Lieben, dann probiert doch einfach mal, wie der schmeckt. Wie diese kleinen Nadeln der Lärche schmecken. Und die Lärche erneuert jedes Jahr ihre Nadeln. Das ist einfach ein Genuss. Das heißt, im Frühjahr hast du ganz frische Lärchennadeln und die schmecken wunderbar. Wenn sie etwas älter sind, dann verwende ich die zum Beispiel zum Tee. Ansonsten kommen die einfach in den Salat. Das schmeckt sehr gut. Oder in den Saft. Und dann habe ich hier noch etwas mitgebracht. Und zwar hat ein guter Freund, nämlich der Stadtgartenleiter. Aha. Ja, sagen Sie mal. Hier eine Zubereitung gemacht aus dem Harz. Und das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wenn man genau hinguckt, wenn man das genau prüft, dann ist da unter anderem Olivenöl drin und Bienenwachs und dann auch das Harz, zum Beispiel von Lärche und Fichte. Die muss ich nur ordentlich durcheinander mischen, dann kriege ich letztlich eine Salbe. Und diese Salbe, die gehört zur Volksmedizin. Wenn du jetzt irgendwie Schürfwunden oder Ähnliches hast, dann ist ganz klar, wenn man das riecht, das ist sowas von aseptisch. Das wirkt also sofort desinfizierend. Und ich kann nur empfehlen, sowas kann man gegebenenfalls selbst machen. Ja? Fichten gibt es ja hier im Sauerland.
gibt es in der Eifel überall. Fichten und Lärchen sind auch überall angepflanzt worden, obwohl sie eigentlich in die höheren Gebirge gehören. Also die Lärche in die Zentralalpen vornehmlich. Da gibt es dann auch noch die Schwarzkiefer, die österreichische zum Beispiel, die hier auch im Park steht. Aber mir kommt das darauf an, dieses Harz ist außerordentlich lebensschützend. Braucht der Baum das? Naja, der Baum braucht das. Es gibt manchmal Käfer, die versuchen, sich hier in die Rinde einzubohren. Und wenn der Baum einigermaßen vital ist, dann produziert er so viel Harz, dass irgendein frecher Käfer, der da innen drin was anbohren will, sofort erstickt wird. Dieses Harz, das machen wir uns zunutze, denn das Harz tötet erstens über das Gas, aber auch durch das direkte Eindringen dieser Terpene in die Haut den Käfer und alle möglichen anderen. Also die beispielsweise Antibakterizid oder die Bakterizideigenschaft oder die Virizideigenschaft, also wie gesagt gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pilze, die Aktivität eines solchen Materials ist riesengroß. Das kann man sich gar nicht deutlich genug sagen. Und die Volksmedizin hat das erkannt. Ja, also richtig ernstzunehmende Wunden, die irgendwie nicht richtig heilen wollen, da nimmt man aus den europäischen Hochgebirgswäldern das. Und da kann man sich vorstellen, wie früher die Heilkundigen aus den Tiefebenen ins Gebirge sind und sich das von den Leuten dort geholt haben. Ich möchte überhaupt betonen, dass die Naturmedizin sehr viele Möglichkeiten für uns bereithält. Und dieses gerade jetzt in der Zeit, da die Menschen unter anderem durch Corona geplagt werden, ich möchte dazu sagen, es gibt zeitgleich ganz viele andere Viren, gegen die wir uns natürlich auch schützen müssen. Aber daran wird es halt gerade sehr beispielhaft festgemacht. Da wir uns gegen so etwas schützen müssen, sollen wir doch nach Möglichkeit auch schauen, naturheilkundlich wirkende Mittel einzusetzen, weil, das sagt ja schon der Name, wir sind aus der Natur, wir sind auch durch die Eiszeit gekommen und wir haben uns immer auf diese Weise gepflegt. Wir haben damit Knochenbrüche zu rascher Heilung gebracht und so weiter und so fort. Es wird gerade jetzt jüngst auch in der allgemeinen Presse sogar mitgeteilt, dass in China jene Krankenhäuser, die nach sogenannter traditioneller chinesischer Medizin arbeiten, TCM in Deutschland auch abgekürzt, dass die mit Naturheilmitteln sehr wirksam Folgen einer Covid-Belastung oder vorbeugend einer Covid-Belastung tätig sind. Also wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Und naja, wenn wir so einen Stadtpark haben, dann ist das ja eigentlich eine tolle Sache, dass wir die Bäume direkt vor der Tür haben und das auch mal testen dürfen. Also die Stadtparkverwaltung hat möglicherweise nächstens auch so kleine Gläschen, wo dann eben draufsteht, wo das herkommt und dass das unsere tapferen Bäume sind. Also eigentlich hört das überhaupt nicht auf, das Symposium hier, denn ich stehe gleich neben einem Haselbaum oder Busch. Und ich würde einfach mal sagen, ich gehe dahin. Und gehen Sie doch mal mit. Ja, da ist also gleich in unmittelbarer Nachbarschaft der Haselstrauch. Und ich glaube, einer der Sträucher, den jeder von uns in Deutschland oder Mitteleuropa kennt, ist der Haselstrauch, der aufgrund seiner Blätter im Grunde mehr oder weniger unverwechselbar ist. Außer, dass man vielleicht sagt, naja, eine Mehlbeere von oben, aber eigentlich auch nicht. Da kann man jetzt mehreres anführen. Wir kommen nachher noch zum Baumhasel. Dieses ist der normale Corylus avellana. Und der begeistert mich gerade sehr, weil er uns hier seine frischen Fruchtansätze zeigt. Und wenn man, also das ist ja total nett, die sitzen in so einem kleinen Kelch drin, ja, in so einem eigenartigen Kelch. Und dann guckt hier die kleine Nuss raus. Da sieht man sogar noch den Griffel. Und diese kleine Nuss ist jetzt ungefähr ein Drittel so dick, wie sie eines Tages mal wird. Und ich kann nur sagen, wer Vitamin E sucht zum Beispiel in der Natur, der soll frische Haselnüsse essen. Und dann muss er sich beeilen, weil möglicherweise die Eichhörnchen schneller sind. Also ich habe mir in Ostwestfalen bei Höxter angewöhnt, die Nüsse immer schon halbreif zu essen, weil die Eichhörnchen schneller sind.
Aber dann sind die Nüsse innen schon fertig und die sind sowas von butterweich. Und Haselnüsse, die gibt es ja nun auch in größeren Mengen abgepackt. Und was ich jetzt sage, das gilt auch für Mandeln beispielsweise oder für alle möglichen anderen nussähnlichen Produkte. Achtet darauf, die dürfen nicht zu hart sein. Eine richtig gute Haselnuss lässt sich mit einem normalen menschlichen Gebiss ohne weiteres zermalmen. Wenn ich aber merke, dass du da so richtig draufdrücken musst und es dann Krach macht, dann ist zum Beispiel die Mandel oder die Haselnuss zu stark entwässert worden. Und dann ist sie auf gar keinen Fall mehr keimfähig. Nach Möglichkeit sollten wir tatsächlich Nüsse und nussähnliche Früchte essen, wenn sie noch keimfähig sind. Und bei Haselnüssen ist dann, wenn sie keimfähig sind, auch der Gehalt an wertvollen Vitaminen, wozu eben unter anderem Vitamin E gehört, als Antioxidant unglaublich wichtig, das ist dann noch in großer Menge drin. Darauf muss man einfach achten. Also immer wieder der Aspekt, bekomme ich lebende Nahrung? Wenn diese lebende Nahrung jetzt zum Beispiel zubereitet wird, indem jemand Hitze anwendet, dann empfehle ich mal zu schauen, ob man den Hitzeeinsatz zeitlich ein bisschen begrenzt, sodass du mehr oder weniger noch halb oder dreiviertel rohe, noch nicht zu stark erhitzte Früchte, Nüsse und so weiter hast. Weil das nachweislich für den Körper den höheren Anteil an Enzymen direkt in den Magen-Darm-Trakt führt, die wir einfach brauchen. Vitamine. Mineralien kann man nicht beliebig verändern, aber eben diese ganzen Öle, also hier sind ja auch wunderbare Nussöle drin, ein relativ Omega-3-reiches, aber doch auch Omega-6 sehr überreiches Öl, wovon man nicht beliebig viel nehmen wird. Also die separierten Öle, das ist wiederum ein eigenes Ding, die sollten als Beigabe sein. Ja? Und sie bringen mich aber eben auch dazu, in unserer täglichen Nahrung den Fettgehalten wirklich Bedeutung zu schenken. Der Mensch, so gibt es Arbeiten, man a fat burner. Das heißt, der Mensch ist ein Fettbedarf tragendes Tier. So sind wir durch die Eiszeit gekommen. Also wir haben in der Eiszeit nicht etwa das rohe Mammutfleisch schwerpunktmäßig gegessen. Wir haben es mit Flecks und mit viel Fett gegessen. Und wir haben uns bevorzugt auf innere Organe wie die Leber und das Gehirn gestürzt, damals. Das ist schon ein bisschen her. Der Mensch ist nicht als Veganer entwickelt. Das müssen wir heute wissen. Und wer das vegane Leben ausführen möchte, der soll es tun. Er soll nur immer darauf achten, bekommst du das auch? Mir begegnen oft Menschen, die ihre Nahrung etwas abseits von der ursprünglichen entwicklungsgeschichtlich begründeten Prägung führen, und das sind Veganer, diese kommen mir manchmal ziemlich ausgemergelt und so weiter vor. Die Haut ist auch etwas dünner. Achtung, einfach aufpassen, dass wir unserem Körper gerecht werden. Und die Nüsse sind unter anderem mit ihrem Fettgehalt natürlich ein wunderbarer Förderer des Nach- und Vordenkens. Also, liebe Haselnuss, wir können dich essen, auch mit Rinde, Blüten und allem. Und wir haben in diesem Park noch so viel zu zeigen, dass wir schon jetzt wissen, dass das nicht unser letzter Film über den Stadtpark Krefeld ist. Ja, also das ist natürlich sehr schön, wenn wir auch mal einen richtigen Kulturbaum finden, nicht so einen ganz normalen. Denn der Apfel gehört für uns einfach dazu. Und dann haben wir hier ein ziemlich spezielles Exemplar, das auch schon Früchte schiebt. Bisschen kleine Früchte, aber jeder sieht ja, wenn wir da mal so ein bisschen reingucken in das Laubwerk hier oder in das Kronenwerk, da sieht man doch hier ziemlich viel tote Äste. Und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für Bäume, für Apfelbäume, für Kulturbäume, die totes Holz haben. Die gehören dazu. Das heißt, von Natur aus gehört zu einem Baum totes Holz. Einzelne Äste, die vielleicht durch den Wind mal angebrochen sind und so weiter und so fort. Oder solche kleinen Nebenäste auch, die dürfen da drin sein. Im Übrigen kann man bei dem Gevatter hier den Eindruck haben, dass der einfach auch schon älteren Datums ist und sich vielleicht langsam zurückzieht. Soll ich den jetzt schneiden? Ich empfehle, solche Bäume tatsächlich auch mal da zu lassen. Denn hier in diesen toten Ästen
wird sich unter anderem eine Käferfauna finden, die zur Roten Liste gehört. Da gibt es spezielle Splintkäfer, spezielle Bockkäfer. Da würden sich an dem Laub zum Beispiel auch die Larven von Baumweißlingen laben. Und wenn wir da ein bisschen in die Listen gucken, Rote Liste Nordrhein-Westfalen der Tiere beispielsweise, dann wird man hier Vertreter drin finden. Apfelspindkäfer und so weiter. Das sind früher richtige Schädlinge gewesen. Bei einem Freund, wo ich kurz in Westfalen war, vor kurzem bei Höxter, da fliegen in diesem Jahr ganz viele Baumweißlinge. Da war jahrelang diesbezüglich nichts. Das heißt, eine jede Pflanze hat einen sogenannten Phytophagenkomplex, also eine Gemeinschaft von Tieren, die Pflanzen essen, Phytophag, pflanzenfressend. Und die gehören im Grunde genommen sogar zur europäischen Urwaldfauna. Und diese Urwaldfauna, wohlgemerkt, kann in unserer Kulturlandschaft leben. Das liegt einfach daran, dass wir Apfelbaumkulturen in Gestalt einer Baumsavanne anlegen. So was kennt die Natur. Das wäre ein riesen eigenes Kapitel. Das machen wir mal wann anders. Aber der Gedanke soll einfach gesetzt sein. Die Natur baut Sachen, baut Lebensräume, die der Mensch in seiner Kultur nachempfindet. Wenn das nicht so wäre, hätten wir ja überhaupt keine Rote Liste Art. Das ist natürlich ein tolles Ding hier. Haben wir nämlich gleich zwei Arten, die sehr nah zusammengehören. Und zwar, ich habe gleich mal Blüten mitgebracht und Blätter. Das ist die Winterlinde. Also die Winterlinde ist wirklich ein ganz besonderer Baum. Nicht nur, dass sie ein unglaublich gesundes Laub hat, sondern sie ist ein Baum, der sehr alt werden kann. Was ist denn in Europa alt? Über 1000 Jahre, 1200 Jahre. Solche Linden gibt es. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch manchmal Linden gibt, die man sogar in dem Alter noch abschlägt, weil sie vielleicht einem Heiligenhäuschen im Weg stehen, wie das in Ofenhausen passiert ist. Aber die Linde hat eine enorme Durchsetzungskraft. Und ich habe mal bei einer Exkursion in einem kleinen westfälischen Dorf gesagt, Leute, ihr steht hier vor einem Baum mit 15.000 Salatköpfen. Und wenn du etwas an sanierendem Laub für den Magen-Darm-Trakt suchst, dann nimm zum Beispiel Lindenlaub oder Malve. Malve werden wir heute nicht weiter erwähnen, aber der Begriff kann einfach sein. Die gehören im Grunde genommen zur gleichen Systematik. Also ein Sanierungskraut für den Magen-Darm-Trakt. Im Übrigen ist die Linde ganz besonders, die Winterlinde ganz besonders interessant, weil sie ein erstklassiges Schnitzholz ist. Sie hat ein recht weiches Holz. Und wenn du ein gutes, scharfes Messer hast, kannst du die feinsten Figürchen aus Lindenholz schnitzen. Ist auch gar nicht so furchtbar schwer. Aber die Tatsache, dass das Holz so ist, bedeutet, im Inneren sind diese Linden manchmal hohl. Also nicht nur im Kreis Höxter haben wir Linden, da kannst du reingehen. Die Linde ist so dick und du kannst da innen reingehen. Und was sieht man dann? Die Linde wächst von innen wieder heraus. Das heißt, Linde macht tatsächlich auch Häuser für Menschen oder Häuser zum Beispiel für Schwalben. Ja, kann man sich ja fragen, wo haben denn früher manchmal die Schwalben drin gebrütet? Ja, und das ist die Winterlinde. Die wächst beispielsweise in Auwäldern. Und zwar an relativ hohen Stellen. Auwälder bei Rastatt beispielsweise. Oder auf den etwas feinbindigeren Böden im Leipziger Auwald. Und wie man schon herausgehört hat, liefert sie eben ein Holz, das auch für technische Zwecke außerordentlich wertvoll ist. Wie wir überhaupt heute im Rückblick auf die Waldgeschichte erkennen dürfen, dass der Mensch seit vielen Jahrhunderten die Artenzusammensetzung all dessen prägt, was er als Waldökosystem bezeichnet. Und das Bemerkenswerte ist, dass der Mensch auch über seine Nutzungsdynamik der natürlichen Besiedlung manchmal enorm nahe kommt. Die Winterlinde, auf der anderen Seite gibt es die Sommerlinde und in Städten auch manchmal die Silberlinde angebaut. Die Sommerlinde steht hier, sie ist nicht so besonders kräftig. Die Sommerlinde können wir uns zum Beispiel vorstellen, wenn wir in den Schwarzwald gehen und irgendeine Halde zum Beispiel bei Menzenschwand sehen, aus der Eiszeit noch irgendwie von Moränenspuren geprägt, Südhang. Da kann die Sommerlinde unglaublich gut wachsen oder in den Vogesen und so weiter. Ganz verschiedene Standortansprüche, ganz besondere Baumarten, die Linde. Essbar von vorne bis hinten. Danke. Ja, jetzt hat es uns doch glatt noch in die Kräuter verschlagen, denn, die
Hier will mal des Hexenkrautes gedacht werden, welches so in wunderschöner, zarter Blüte hier steht. Und was aber noch viel wichtiger ist, das ist die große Brennnessel. Und das ist diese hier. Und da habe ich gerade vorhin, als wir hier durch den Wald gestreift sind, mir gedacht, wie sagenhaft Bauernregeln sind. Manchmal sind sie ja doll, aber die brennt angeblich nur in Monaten mit R. Wenn ich die jetzt essen wollte, und das mache ich jetzt vor, denn ich möchte sie gerne essen, dann könnte ich die zum Beispiel klein schneiden, diese Strünke, und so eine Art Quiche daraus machen. Also einen schönen Teig, und dann kommt der Spinat da rein, den mir diese Brennnessel liefert. Wenn ich die Brennnessel aber roh essen will, was meine erste Empfehlung ist, dann knuddel ich die so lange, bis die Brennhaare durch sind. Jetzt tut nichts mehr. Und das bekannte Essen bedeutet, ich tue die unter meine Lefzen und lasse die reifen. Und wenn die gereift sind, übrigens fermentieren die dann wirklich eine Zeit lang. Ich kann also auch aus Brennnessel erstklassiges Sauerkraut machen. Dazu gibt es bei mir auf Kanal YouTube Natur und Mensch auch einen Film. Sauerkraut davon machen. Die große Brennnessel ist nicht zu verwechseln. In Südeuropa gibt es die Fuchsschwarzbrennnessel, die sieht ganz ähnlich aus. Und dann gibt es noch Urtica urens, die kleine Brennnessel, die ist nur einjährig. Bei der großen Brennnessel hast du den großen Vorteil. Du kannst sie auch im ganzen Winter essen. Warum? Wenn du den Boden aufhackst, falls er gefroren sein sollte, kommen die Rhizome raus. Und in den Rhizomen ist alles drin. Wenn sie im Frühjahr rauskommt, ist die Brennnessel eine der ersten Pflanzen, die Blutreinigung macht. Das weiß jedenfalls in Westfalen und in Südbaden jede Bauersfrau. Und das Zeug schmeckt total gut. Also ich habe immer wieder mal, aber so vor 3 bis 4 Jahren in großen Mengen, als ich mehr in Mitteleuropa war, so 3 bis 4 Meter Brennnessel gegessen, in denen ich die nämlich durch meine Presse getan hatte. Ich habe so eine Presse mit Walzen, und die könnte auch notfalls Stuhlbeine auspressen. Aber die macht aus dieser Brennnessel einen dunkelgrünen Saft. Chlorophyll pur. Leute, gebt euch sowas. Also die Brennnessel ist einfach rundum gesund, entschlackend, blutbildend, all diese Sachen. Aber wisst ihr was? Das interessiert mich gar nicht so sehr. Das ist ein Wildkraut. Da sind so viele Nährstoffe drin. Also die Brennnessel ist wichtig. Und es kommt hinzu. Guck mal, wenn eine Pflanze, ich habe schon Brennnesseln gesehen, die waren 3,5 Meter hoch, die wuchsen am Fuß einer Mülldeponie bei Bad Wurzach in Oberschwaben. Eine Pflanze, die so wächst, muss ja ein enormes Stabilisationsgewebe haben. Das bedeutet zu Deutsch, wenn ich diese Pflanze einem Rottungsprozess aussetze, dann bekomme ich Fasern geliefert. Nesselstoff kannst du daraus machen, so ähnlich wie Hanf. Ja, die kommen einfach ins Wasser, die Bakterien arbeiten das meiste auf, aber die ganzen Leitbündel und so weiter, die kriegen die nicht kaputt. Und die bleiben übrig, und das ist mein Fasermaterial. Also das ist eine Pflanze, aus der du Seile, Hemden und Hüte oder Rucksäcke machen kannst. Und dann ist hier noch so ein anderer Schatz. Das ist die große Klette. Die große Klette, guck mal, was die für Riesenblätter hat. Und ich deute nur mal an, Menschen, die möglicherweise mal in freier Wildbahn eine Entleerung vornehmen müssen, und es würde sich um ein etwas größeres Geschäft handeln, die werden den Huflattich zu schätzen wissen oder die große Klette, weil sie doch einfach eine genügende Reinigungsfläche bietet. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber was hier oben an der großen Klette dran ist und dran kommt, das ist das, was ihr den Namen gibt. Das sind nämlich solche Apparate mit Widerhaken, und die große Klette lebt von Natur aus an Wegen. Und die Früchte, die sind so außerordentlich intelligent, denn mit den Früchten hängt sich die große Klette an große Tiere und wird kilometerweit vertrieben. Das heißt, die großen Tiere nehmen die Wege. Und jetzt möchte ich mal eines sagen. Wenn wir irgendwo in der Wildnis rumlaufen wollten und würden einen Weg suchen wollen, dann würden wir den Weg der Hornochsen nehmen. Man könnte auch sagen, der Mensch scheint es gut zu finden, den Hornochsen hinterherzulaufen und den Pferden.
Die Saurier sind schon vor uns ausgestorben. Ja? Aber wir brauchen einfach Wege durch den Urwald. Und das machen die großen Weidetiere. Im Übrigen ist die große Klette zwar nicht beliebig schmackhaft, aber in unseren Wildkräutersalat oder in unseren Wildkräutersaft, da gehört sie auch rein. Wenn wir das Fazit unserer kleinen Wanderung heute nehmen, dann wissen wir, wir können einfach nicht verhungern. Was wir noch brauchen, ist Wasser und Fett. Dafür brauchen wir die Quellen und da müssen wir Ölfrüchte wie Nüsse und so weiter finden. Ja, und da müssen wir drüber nachdenken, wo wir das herbekommen. Aber das ist Gegenstand einer eigenen Performance. Also der Ginkgo ist natürlich auch was Tolles. Der darf ja eigentlich in keiner Parkanlage fehlen. Der darf auch in keiner Stadt fehlen. Ja, da habe ich dann als Kind gelesen, dass der Ginkgo tatsächlich ein lebendes Fossil ist. In Ablagerungen aus der Kreidezeit, 60, 70 Millionen Jahre, da kommt er schon vor. Ja, das geht noch viel weiter zurück. Das war überhaupt einer der ersten Baumarten, die so das Land besiedeln konnten mit normalen Laubblättern, mit ganz speziellen Fortpflanzungseigenschaften. Also die haben richtige Spermatozoiden und wenn die Sämereien dann reif sind, dann stinken sie und das finden viele Menschen gar nicht gut. Der Baum ist sehr widerstandsfähig. Der Baum ist widerstandsfähig unter anderem gegen alle möglichen Abgase, aber sogar gegen radioaktive Strahlung. Und deswegen wird er unter anderem auch in Städten gezeigt und hat im Übrigen diesen ganz besonderen Wuchs. Auch in der Trockenheit hält er ganz gut durch. Und er wird auch verwendet unter anderem in der Krebstherapie, also in der Phytotherapie. Kann ich Ginkgo biloba verwenden? Das ist doch einfach enorm, oder? Ja, und da wir es gerade von Bäumen haben, die ein bisschen unter unserer Welt leiden oder umgekehrt die Menschen, die vielleicht darunter leiden und dann sogenannt krank werden. Deshalb ist es gut, dass wir uns mal zur Esche aufmachen, zur gemeinen Esche. Die gemeine Esche steht da hinten. Da gehen wir mal hin. Ja, also wenn wir das hier so sehen, dann können wir einfach erkennen, dass das eine Esche im Kampf ist. Aber ich würde mal sagen, die gewinnt den Kampf. Denn der Blick hier in die Krone, in die niederen oder höheren Äste zeigt, da sind einige Äste, also einige Triebe abgestorben. Und es gibt seit einigen Jahren europaweit progressiv das sogenannte Eschentriebsterben, das von einem falschen Stängelbecherlein ausgelöst wird, das aus Asien nach Europa importiert wurde. Und wenn ein fremder Erreger irgendwo in die Lande kommt, dann ist zunächst mal niemand drauf eingestellt, dran angepasst und so weiter und so fort. Und dann leiden die Bäume. In diesem Fall sterben Triebe ab. Es gibt Eschen, die sind in der Konsequenz praktisch als Ganzes gestorben. Nach wenigen Jahren. Aber hier sieht es so aus, wie wir auch den Eindruck zum Beispiel in der Leipziger Aue haben, im Leipziger Auwald, dass diese Esche zumindest sich im Augenblick bei Bestand hält. Also sie hat eine sehr gute Belaubung und möglicherweise wächst sie einfach weiter. Das heißt, das Eschentriebsterben sollte kein Anlass sein zum Dramatisieren. Das wurde gemacht, das müssen wir nicht weitermachen. Dann sind wir jetzt hier im Reich der Mammutbäume und dann haben wir hier, das ist ja doch was Besonderes, auch wenn er relativ klein ist, ja, einen Küstenmammutbaum. Und was fällt uns beim Küstenmammutbaum ein? Es gibt Leute in Nordamerika, die klettern diese Bäume in 80 bis 100 Meter Höhe hoch, um sie zu schützen, damit sie nicht gefällt werden. Die höchsten davon sind über 110, knapp 120 Meter groß. Und die haben ein so mächtiges Stammvolumen, dass man da mit dem Auto durchfahren kann. Also da haben die Amerikaner an bestimmten Ecken ein Loch reingesägt, dann kannst du mit deinem Cadillac durchfahren. Das Besondere ist aber eben auch, dass dieser Baum dann 3.000 bis fast 4.000 Jahre alt ist. Das geht bei uns in die Megalithzeit, in die Jungsteinzeit. Das heißt, was diese Bäume erzählen können, ist mehr oder weniger die gesamte uns halbwegs zugängliche historische Zeit von Homo sapiens. Das ist was ganz Besonderes. Küstenmammutbaum. Jetzt gehen wir zu einem anderen Superding und das ist der Urweltmammutbaum. Den muss man sich überhaupt erstmal angucken. Also das ist ein tatsächlicher Lieblingsbaum von mir. Und ja, wie alle Bäume ist immer wieder dasselbe. Die haben eine ganz artspezifische Rinde.
Das ist so eine ganz feine, schau mal, was man hier sofort abmachen kann, diese weichen Korkleisten, die man übrigens durchaus auch, wenn man mal ein Brot backen will und hat nicht genug Mehl, kann man die reiben und damit das Mehl verlängern. Davon hat unter anderem Rüdiger Neberg erzählt. Also das ist gar nicht so sehr nur auf meine Mist gewachsen. Im Übrigen soll auch mal gesagt werden, diese Bäume, diese Mammutbäume, die einige hundert bis vielleicht tausend oder mehr Jahre alt werden können, die haben eine Besiedlung von ganz besonderen Flechten und Moosen. Bei uns in Deutschland kennt man das zum Beispiel von Stiel- und Traubeneiche, dass die erst ab ungefähr 300 bis 400 Jahre Lebensalter eine spezielle Flechtenflora entwickeln, die vorher in jüngeren Jahren überhaupt nicht auftauchen kann. Warum das so ist, ist vielleicht gar nicht so genau bekannt, ist aber ein Hinweis darauf, dass wir Bäume älter werden lassen müssen, als das in der normalen Forstwirtschaft der Fall ist, die Umtriebszeiten bei der Eiche von 150 bis 250 Jahren kennt. Aber da fangen die Eichen überhaupt erst an, ökologisch interessant zu werden. Was im Klartext heißt, in Deutschland können wir die Uraltbaumzönose gar nicht mehr finden. Da müssen wir vielleicht in die Ivenacker Eichen gehen, ganz wenige Seltenheiten. Das werden wir auch mit Metasequoia cryptostroboides noch bekommen. Denn der Baum ist als relativ in jüngerer Zeit gefundenes, lebendes Fossil, das wir aus Ablagerungen des Tertiär, in der tertiären Braunkohle auch aus Deutschland kennen, natürlich jetzt erst dabei einigermaßen mächtige Exemplare zu bilden. Also ich kenne solche Apparate, unter anderem stehen sie im Botanischen Garten in Marburg, aber auch im Botanischen Garten in Freiburg, Riesenapparate, aber die haben alle noch nicht den Ansatz ihres mittleren Lebensalters erreicht. Ja? Das müssen wir uns mal klar machen, was die für Holzvolumina produzieren. Und für uns heutzutage, die wir die Artenvielfalt der Erde vielleicht in letzter Sekunde erretten und wiederentwickeln wollen, ist es wichtig, dass wir Bäume dieser Art alt werden lassen, als Träger für sogenannte Symbionten, für sogenannte Kommensalen. Also solche, die mit denen irgendwie eine Wechselwirkung haben oder sie einfach nutzen, weil sie die gleiche Nahrung verzehren und so weiter. Im Übrigen ist das ein laubabwerfender Nadelbaum, was ganz Besonderes. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich eine Gänsehaut gehabt. Ich glaube, jeder von uns Menschen hat so bestimmte Lieblingsbaumarten, ja? So ein ganz bestimmtes Suchschema. Bei dem einen ist es mehr die Eiche oder die Ulme und ja, bei mir war es die zarte Metasequoia. Vielen Dank. Und wir gehen aber noch weiter, denn wir haben noch, mal gucken. Also der Sanddorn bringt mich natürlich auch auf eine andere Idee. Was wir hier bei unserer Exkursion erkennen können, ist, dass dieser wunderbare Stadtpark natürlich auch weiterhin entsteht und es gibt immer wieder neue Pflanzen. Der Sanddorn. Und der Sanddorn, das ist wirklich eine der Pflanzen, die am meisten Vitamin C bietet. Da gibt es noch die Berberitze und da gibt es noch die Rose. Von den Rosen haben wir vorhin gesprochen. Und wenn diese Beeren reif sind, dann haben die richtig viel Vitamin C. Den kann man selbst gewinnen. Allerdings, weil der Sanddorn diese sagenhaften Dornen hat, ist das eine ziemlich knurzelige Sache. Aber wenn ihr hier reinschaut, diese sind noch jung. Das heißt, die haben weder männliche noch weibliche Blüten oder Früchte. Sie haben einfach zunächst mal diese weidenartigen Blätter. Und im Übrigen kann man noch sagen, dass der Sanddorn ein richtiger Pionier ist. Das heißt, der Sanddorn besiedelt zum Beispiel irgendwelche Autobahnböschungen. Da kann man ihn einsetzen. Von Natur aus befindet er sich auf Inseln, zum Beispiel früher im Rhein, wurde der aus den Alpen runtergeschwemmt und machte riesige Gebüsche auf den Rheininseln. Und man kann ihn auch an der norddeutschen Küste zum Beispiel auf den Dünen finden, weil er aufgrund von Mykorrhiza, dem Zusammenleben mit Pilzen, ganz hervorragend sich auf nährstoffärmsten Standorten halten kann. Ist auch ein Pionier insofern und hat auch, ich finde, wenn er älter ist, ein ganz hübsches Holz. Also, jetzt haben wir dem Sanddorn alle Ehre gegeben, dann bring du nächstens mal ordentliche Früchte. Aber wir gehen weiter. Ja, der Walnussbaum, der schmückt Bauernhäuser. Also vor vielen Bauernhäusern überall in Deutschland stehen diese Solitäre weit ausladend. Und
Na, auf das Erste wird man wahrscheinlich denken, na ja, man kann natürlich die Nüsse essen. Und in der Tat, da kommen viele Kilogramm Nüsse herunter und man soll diese Nüsse innerhalb relativ kurzer Zeit essen, innerhalb 4 bis 6 Wochen, oder man soll sie auf einem Boden, der direkten Kontakt zur Erde am besten hat, also nicht auf Betonboden lagern, aber auf einem Erdboden, wo sie genügende Feuchtigkeit haben. Man kann sie dann zum Beispiel mit Laub einpacken, nicht zu schnell trocknen. Dann bleiben die Nüsse ganz frisch. Und am gesündesten sind die Walnüsse tatsächlich, wenn sie keimfähig bleiben. Und dann haben sie erstklassige Öle, die wir von Zeit zu Zeit essen sollten, also eine absolute Vorratsfrucht für den Winter. Sie hat aber noch eine andere Eigenschaft. Und die besteht darin, dass dieses Laub, der ganze Baum duftet. Das mögen Stechmücken nicht, das mögen Fliegen nicht so gerne. Man kann also die Dichte der Lästlinge, wenn man so will, damit ein wenig reduzieren. Und dann kommt hinzu, dieses Laub, was so aromatisch duftet, ist abführend für Würmer. Also wenn mal jemand Würmer hat, von mir aus Madenwürmer oder auch Bandwürmer oder ähnliches, damit mit einem alkoholischen Extrakt der Blätter zum Beispiel eine Rollkur zu machen, führt dazu, dass die Würmer abgehen. Ein Antiparasitikum, erstklassiger Wirkung. Wenn man das verknüpft zum Beispiel mit Nelken, dann wird man seine Parasiten tatsächlich los. Na und im Übrigen weiß jeder von uns, Nussbaum ist so ähnlich wie Kirschbaum oder früher die Ulme, ein erlesenes Holz, um Möbel zu machen. Das ist noch ein bisschen kleines Exemplar, der kann gut dreimal so dick werden. Im Übrigen neigen die Bäume auch dazu, ordentliche Höhlen zu bekommen. Dann sind sie in der heutigen Zeit, wo es um die Biodiversität geht, auch Habitatbäume. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben jetzt wirklich eine ganze Reihe Baumarten gesehen. Insgesamt gibt es in diesem Park 180 verschiedene Baumarten. Und ich habe ja schon angedeutet, ganz viele Kräuter, und zwar einheimische Wildkräuter, aber auch ganz viele Kultursorten, wie wir an den Taglilien ausgeführt haben oder an den Rosen. Die können wir gar nicht alle zeigen. Aber wir hatten ja das Ziel, Ihnen so richtig Freude zu machen, hier wieder herzugehen, auf eigene Entdeckung zu gehen und selbst etwas zu finden. Und darin werden Sie natürlich auch von allen Mitarbeitern hier im Park unterstützt. Wenn Sie was wissen wollen, dann können Sie auch den Gartenchef selbst fragen. Dann gibt es Führungen oder wir machen bei Gelegenheit mal wieder einen Film. Auf jeden Fall sind Sie herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Und ich wollte ja noch vielleicht im Ansatz dazu sagen, wir haben heute die Gattung Salix ganz außen vor gelassen. Die würde natürlich auch noch zu erwähnen sein, denn das Aspirin zum Beispiel ist direkt ein Korrelat zu diesen Weiden. Das heißt, wenn unsere chemische Industrie beispielsweise sich verstärkt den Naturstoffen widmet und diese so naturnah wie möglich in Arznei verpackt und dazu möglicherweise sogar einen Park anregt, in dem er lauter exotische Arten mit den Einheimischen zusammenbringt, dann sind wir doch schon wieder eine Stufe weiter auf dem Weg zu einem gesunden Leben. Die Natur sei einfach unser bestes Vorbild. Da kommen wir nämlich her. Und die ist auch am verträglichsten für uns. Ich verabschiede mich jetzt mal für diesen Filmabschnitt. Danke vielmals für Ihre enorme Aufmerksamkeit. Ja. Ich danke auch dem Filmteam und dem Chef des Hauses hier und den Förderern nochmals. Denn was hier zustande kommt, freut mich sehr. Alles Gute. Zum Abschluss dieser Geschichte noch ein wenig daran zu erinnern, dass wir uns einen wunderbaren Salat machen wollen. Und da haben wir die Linde zum Beispiel. Und zwar die Linde mit Früchten dran, mit den etwas festeren Blättern. Und die Linde mit den etwas weicheren, jungen Blättern. Und zum Grün kommen die Blüten. Und zwar unsere Taglilien, ja, die ja so saftig sind. Und von denen haben wir ja noch mehr. Und dann geht es natürlich weiter. Es macht mir immer großen Spaß, Brennnesseln zu essen. Brennnesseln haben übrigens so ulmenartige Blätter. Und in weiterer systematischer Verwandtschaft werden Brennnesseln und Ulmen tatsächlich zusammengeführt. Also haben wir hier auch Brennnesseln. Und dann hatten wir ja gesagt, zum Schluss haben wir auch mal einen Käse mit Esskastanienblättern eingepackt.
aber die können wir ja einfach auch so verwerten. Und diese ganz große Gruppe der Gräser haben wir eingangs des Filmes betrachtet. Es gibt kein Gras, das wir nicht essen können. Zu Deutsch, wir können alle Gräser essen. Wir sollten uns das Weichste davon heraussuchen. Ja, dann habe ich hier nochmal Brennnesseln. Aber da sind natürlich Brennnesselfrüchte dran. Und ich möchte noch nebenbei erwähnen, man kann zum Beispiel diese Brennnesselstängel einfach abschneiden, auf einen Meter Länge an die Küchendecke hängen, trocknen. Und dann kann man nachher das getrocknete Brennnessellaub sich über den Salat pudern. Als Green Powder zum Beispiel, ja. So, dann sehen wir hier den Spitzerhorn, dass der Spitzerhorn außerordentlich zartfühlig ist. Da sieht man, wie klein die Blätter geworden sind. Und natürlich darf in dem Reigen essbarer Pflanzen weder der Hasel noch die Bergulme fehlen. Ja? Von der Bergulme haben wir auch einiges. Die Bergulme ist ein unglaublich starkes, chlorophyllreiches Kraut. Und dann haben wir hier die kleine Klette, die ist wegbegleitend. Das sind die Klettendinger. Die kann man auch essen. Also die können vermixt werden oder kleingeschnitten werden. Ansonsten mache ich für den Salat dann nur die Blätter ab. Die Stängel sind doch arg zäh. Ja, also wir würden hier diese Früchte da hineinbröseln und die Stängel dann ein bisschen außerhalb geben. Hier ist nochmal ein großes Spitzerhornblatt. Und dann haben wir natürlich hier das Galium apparine, das Kleblabkraut. Das sieht schon ein bisschen durch aus, aber das können wir durchaus noch essen. Nochmal die kleine Klette. Der Ginkgo in kleinen Mengen kann immer dabei sein. Aber zum Beispiel ein Efeu, den würde ich keinesfalls sammeln. So, jetzt kommen noch so absolute Renner. Und zwar ist der absolute Renner, wie wir uns vielleicht alle noch erinnern, der Weißdorn. In diesem Fall ist das der eingriffliche Weißdorn. Eingriffliger Weißdorn, unglaublich zart. Dann wieder Süßgras, was wir nicht essen, was aber arzneilich für ermüdete Augen gut ist, das ist das Schöllkraut. Dann haben wir nochmal ein Gras, also die Gräser sind eben einfach wichtig, wie wir gesagt haben. Und Brombeeren. Brombeeren, ganz wichtig. An der Brombeere hängt noch was dran. Hier ist der Rest vom Brombeertrieb. Wenn wir übrigens den abschneiden, können wir erleben, dass der Brombeertrieb an der Stelle künftig Seitentriebe macht und Früchte. Das heißt, ich mache den Trieb einfach ab und bringe den dazu, Früchte zu haben. So, und dann habe ich noch ein bisschen Ulme, die ist schon fast eingetrocknet. Und dann habe ich noch Gänseblümchen mitgebracht. Ein Gruß an alle Leute, die ihren Rasen mähen. Ihr Lieben, was ihr da manchmal abmäht, diese Gänseblümchen, die solltet ihr, bevor ihr euren Rasen mäht, mal eben ernten und in den Salat von Mama, Papa, Oma und Opa tun. Und abschließend gibt es noch etwas Halbakademisches. Man kann nämlich ganz schnell im Internet Tabellen finden, essbare Pflanzen, Kulturgemüse, und dann führen die einem auf, wie viel Wasser, Kalium, Phosphor, Magnesium, Calcium, Eisen drin ist. Und da könnt ihr sehen, dass im Mittel immer mehr oder sehr viel mehr in den Wildkräutern ist. Das bedeutet, mit einem Wildkrautsalat, einem rohen Wildkrautsalat, bist du bei geringerer Menge satt und erfüllt. Und wenn du einen normalen Tafelsalat, wie er aus dem Garten kommt, anreicherst damit, dann ist das absolut sagenhaft, denn auch da ersparst du dir möglicherweise Nahrungsergänzungsmittel. Ein gutes Öl dazu, wie gesagt, ist für vieles wichtig, weil manche der Inhaltsstoffe wie Vitamin E fettlöslich sind. Ja, wir hätten ohne weiteres mehr finden können. Ich könnte hier noch ein Gerät stehen haben, wo ein 2-Liter Saft drin ist zum Beispiel. Das kann man alles machen. Ich empfehle das herzlich. Man darf auch in diesem Garten so etwas sammeln. Ja, das ist genug da. Dran an die Natur. Draußen, in der freien Natur, im Wald, auf den Wiesen. Und immer so ein bisschen Abstand von jenen Gebieten wählen, auf denen sich der Dreck sammelt, Schutthalden, große Ackerschläge, wo heutzutage leider Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Ich mache da ein bedenkliches Gesicht. Ja? Aber in so einem Park hier kann man sammeln. Da werden keine Gifte eingesetzt. Ja, wohl bekomm's, ist die Aussage zu diesem Abschnitt. Merci.